wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu Shenmue. Shenmue? Shenmue. Passt doch besser zu, willkommen zu. Haha, haha. Ach ja, lang, lang ist es her. Und heute machen wir endlich weiter mit der Suche nach dem Chinesen. Beim letzten Mal hatten wir ja endlich das Lagerhaus gefunden. Ich habe so die Befürchtung, es kommt noch einiges, bis wir den Chinesen wiederfinden. Ja? Ach genau! Oh Mist. Erstmal sind wir aber noch beschäftigt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, nichts verpasst. Hallo Eve. Ja, es ist einiges passiert. Achso, warte, nee, warte, wir müssen nach. Doch, wir waren richtig, dass wir am Anfang sind. Hier, da, nein. Wird in schwarz? Ach, genau, genau, doch. Im Dojo war eine verschlossene Box. Schlüssel. Ich glaube, da gehen wir einfach gleich nochmal gucken. Weil ich habe ja beim letzten Mal eigentlich das ganze Haus auf den Kopf gestellt, möchte ich meinen. Biker mit dem Tattoo-Studio, das ist schon gefühlt Ewigkeiten her. Hinweis auf Charlie hatten wir schon, das war nämlich schon vom letzten Mal noch. Hallo Chris! Und das ist... ja, ja. Und genau, dann hatten wir nämlich den Brief und den musst du dann übersetzen lassen. Haben einiges offensichtlich nicht gemacht. Vermutlich sind das eh nur so Try-and-Error-Sachen gewesen, also wenn wir den richtigen Weg gleich gehen, kein Problem. Ach ja, ich habe mir sogar die Nummer aufgeschrieben, ich habe den Zettel auch noch vor mir liegen. Wasser ist immer noch doof. Ja, also ich sag's mal so, im Badezimmer geht's so halbwegs. Trinken würde ich's trotzdem nicht. Nee, aber ich habe auch ein bisschen umgeräumt und jetzt die Kamera einzustellen. Ich weiß nicht, ob ich das die Woche noch alles schaffe. Also, weil ich bin noch nicht ganz fertig und ja, ein bisschen Chaos gerade. Das war das Lagerhaus, die Geschichte. Aber wieso blättert der so langsam hier? Nutzt doch mal die freien Seiten, Junge. Und dann hatten wir natürlich noch diesen einen Typen, der Sohn von Meister Chen, der uns irgendwie dann als Bodyguard beschützen möchte. Ach, hier genau. Der Spiegel des Phönix muss irgendwo bei uns im Haus sein. Er ist meine einzige Spur. Ich muss ihn finden. Und ja, den suche ich irgendwie gerade noch. Den haben wir nämlich den Handschutz bekommen. Ich muss noch mal gucken. Es tut mir leid, aber... Im schlimmsten Fall, ich sag mal, Cut, in einer Viertelstunde sagt mir Eve, was ich machen muss. Wir waren ja noch nicht hier in jedem Zimmer und haben jedes Bild abgenommen. Doch ganz schön krank. Achso, und ich hoffe, man hört nicht unbedingt die Bauarbeiter bei mir. Die sind mich auch so ein bisschen am Werkeln. Ich kenne irgendwie keinen Feierabend. Ja, ich kann ja keine Kamera bewegen. So. Ich will nochmal bei dem Baum gucken. Ich habe zwar beim letzten Mal von vorne geguckt, aber die haben hier auf jeden Fall rumgewühlt und den anderen Spiegel gefunden. Ja, guck den Baum an. Ist okay. Das kann doch nicht wahr sein. Sind die schöne Wurzeln? Hm. Irgendwie ist es das nicht. Muss man Hände waschen, bevor wir ins Dojo gehen? Na, nicht da mit dem alten dreckigen Lappen? Ich finde, das ist ja perfekt. Ach, wie geht's euch denn eigentlich so? Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Na gut, Eve ist ein bisschen gestört, das, oder verstört eher. Gestört. Was weiß ich. Kann nicht wahr sein. Da, der Schemel. Der ist es bestimmt. Ist es nicht. Eigentlich schon. Es gab so diesen Samstag, Sonntag, vielleicht auch einen Freitagabend. Wir haben es halt eingesetzt. Ich bekomme es aber nicht mehr raus. Oh nein, es ist wieder vorne.
Und du, Joe, war eine verschlossene Box. Wo ist der Schlüssel? Hallo, Joe. Ja, das ist halt ein heftiges Spiel, auf jeden Fall. Man kann Leitsätze nicht mit bloßen Worten ausdrücken. Was für ein schöner Leitsatz. What's this slot for? Ich wünsche euch viel Erfolg auf jeden Fall bei der Jagd. Ich kapier's nicht. Also irgendwo muss ja eigentlich ein Schwert sein, bin ich der Meinung. Was genau hier rein gehört, bin ich mir auch nicht sicher. Nope. Also, it won't open. Gotta find the key. Was fucking ein Schlüssel ist? Kann ich hier irgendwo was versteckt noch? Wir hatten ja eigentlich auch schon mit Fuchs-San gesprochen, aber ich glaube, ich werde es einfach nochmal machen. Fuchs-San. Ist hier noch irgendwas? Hier im Schuppen vielleicht? Ah, im Räucherofen. Nein. Das ist auch nur angemalt. Sieht ein bisschen aus wie so dieses untere, ich nenne es mal Gesicht von einem Rochen. Kann leider nicht still halten. Post? Habe ich Post? Na gut, das gibt es mir immer direkt, wenn dann. Also irgendwie bin ich mir einfach bei ihm nicht sicher, ob er wirklich sehr unabhängig ist und halt machen kann, was er möchte. Oder ob sie alle gerade einfach eine super Rücksicht nehmen, also wegen dem Tod von seinem Vater. Vielleicht früher gar nicht so war und die Schule geschwänzt hat. Fuchs-san. Real son, about that family heirloom from Hazuki-sensei. The sword handguard? I've seen the family crest on it before. In the dojo. Ja. Or, yeah, on that wooden box in the dojo. Oh nein. Is there anything in the box? Don't you know, Ryo-san? No. I think there must be something pretty important in there. Is there? Ja, also ich glaube, so weit waren wir beim letzten Mal eigentlich auch schon. Was ist hier für eine sexy Tante? Ich kann mir die nicht angucken. Oh, ich glaube, das sind die Leute sogar von den Kapselspielchen. Also, Automaten. Okay, bei ihm gibt es irgendwie nichts zu holen. Warte, 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 warte. Da. Da, ha. Ha. Halte deinen Geist rein und klar. Wie einen polierten Spiegel. Schlüssel. Guck doch mal hinten auf das Ding rauf. Hinten. Krei. Ah, ja, also. Mir geht's eigentlich ganz gut soweit. Ja, ich würde mal einen Tipp nehmen. Also eigentlich habe ich gedacht, suche ich halt ein Schwert für diesen Wandschlitz, aber irgendwie möchte er unbedingt diesen Schlüssel haben. Er ist ja der Meinung, der Schlüssel ist hier noch irgendwo. Ich so offen, mal in die anderen Räume zu gehen, in die ich nicht möchte. Ich wette, sie hat den Schlüssel hier versteckt oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon jeden Schrank durchgewühlt habe. Yay, sehr gut gemacht. Ich glaube, hier war ich schon bei jedem Schrank. Doch, doch. Ich habe ihre ganzen Taschentücher und sowas durchgewühlt. Fangen wir wieder unten an. Nehmt euch den Keks, ihr wisst, wo sie liegen. Sehr cool. Ah. Zur Not muss ich auch mal, glaube ich, dieses Keks-Kommando ein bisschen einschränken. Es kann ja nicht sein, dass ihr den ganzen Tag immer nur. Das ist auch Sushi! Nein, natürlich nicht. Die ganze Zeit die Keks durch die Gegend fliegen. Der nimmt sich halt auch nichts, also das fällt ja dann schon auf. Ich hab keine Ahnung. Also ich hätte eigentlich die Vermutung, dass es halt, entweder sie hat es wirklich versteckt, den Schlüssel, dass wir ihn nicht bekommen sollen, oder vielleicht ist es auf Kacklo, hinten auf dem Häufchenturm. Ich hatte eigentlich die Vermutung, dass es dann, wenn es nicht in seinem Zimmer ist, jetzt irgendwie beim Altar dann da irgendwo versteckt ist. Ah, das triggert mich so hart hier. Kann ich das auch untersuchen? Ja, natürlich. Na komm. Nein, natürlich nicht. Es ist nichts, was man untersuchen kann hier. Es
wird langsam spät, aber ich glaube nicht, dass sie meckert. Ich meine, wir sind schließlich zu Hause. Hallo Lexi. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Willkommen zum Stream. Ine-san. Dio-san. Also, do make more of an effort to return home as early as possible. I will try my best. See you later, Ine-san. Yes. Ich das nächste Mal. Als ob ich jetzt spät nach Hause gekommen bin. Ach Mann, die freuen mit mich doch hier. Hier, da ist es. Wieso kann ich hier das Bild abnehmen? Durch hier. Haben wir hier schon jeden Schrank durchsucht? Ich hab keine Ahnung mehr. Ich war eigentlich der Meinung, wir hätten alles wirklich durchwühlt. Es heißt ja. Ach ja, Gott, hier waren wir. Es muss im Haus sein. Wenn ich jetzt hier nicht jeden Tatami-Boden rausreißen soll. Dieses Brett. Oder die Uhr. Die Uhr! Das war für eine Uhr gewesen. Können wir irgendwelche Zeiten einstellen? Doch in Papas Raum. Jetzt sag mir nicht, dass ich diese blöde Uhr, weil ich habe gerade dran gedacht, irgendwie was mit der Uhr noch machen darf. Dass sich dann irgendwo was öffnet. Naja, war nicht so geil. Hat sich's denn wenigstens am Ende gelohnt? Er hat hier gar keine Uhr. Doch, er hat eine Uhr. Ich wusste, dass er eine Uhr hat. So, ganz kurz angucken. Ach nee, die geht normal weiter. Es ist 7:30. Das ist für uns, damit wir auf die Uhr gucken können, damit wir die Uhr oben haben. Ach, nicht. Was ein Scheiß. Kerzen. Achso, ja. Papas Raum ist am anderen Ende des Hauses. Ist das nicht sein Haus? Ich dachte, das wäre seine Wohnung, also sein Raum. Achso, doch der andere dann neben dem Altarraum. Ja, ich habe keine Ahnung, ich dachte, es wäre irgendwie halt so ein ungenutzter Raum generell. Ach doch, natürlich, war auch der Brief und so. Das Bild hatten wir schon. Da hatte ich, glaube ich, auch schon reingeguckt. Where would my father hide a key? Ja, keine Ahnung, da wo du nicht rankommst, weil du so klein bist. Schreibtisch, erzähl doch nicht, da war doch nichts. Where's the key? Ich durchwühle, ich weiß, ich bin so richtig clever Detektiv, nehme so jedes Bild ab, guck hinter jeden Scheiß. Und ich so, ja, das ist am Schreibtisch. Nicht dann gemacht. Das ist auch eine Schublade. Kommst du da ran? Ah, oh, geht doch. Ich muss die Schublade erstmal sehen hier. Das ist es bestimmt. What's this? So offensichtlich. Ist ja ein richtiger Schlüssel. Ich dachte irgendwie, dass es mystischer aussieht. Maybe this key will open that box. Weil ich meine, da waren so viele Symbole. Also, nicht Symbole, aber. Dixie ist dran. Nimm mich doch mit! Was hat er ihn jetzt. Hat mich verarscht und den Schlüssel mit? Junge! Den ein. Oh, das hat mir auch gerade. Jetzt wundert er sich wieder. Key will open that box. Ja, dann nimm, pack jetzt ein. Was ist denn mein verdammtes Problem? I'm going to borrow this for a while. Und guten Appetit schon. Und dir natürlich auch, Lexi. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich habe das ganze Haus auseinandergenommen und das ist in dieser verdammten Schublade, die da kein Mensch gesehen hat. Also eigentlich würde ich den Tipp ja erst in einer Minute haben. Ich hätte das bestimmt noch gefunden. Ich dachte echt, dass es sein anderer Zimmer, also sein anderer Raum wäre, weil ich meine, Wohnzimmer ist ja das hier. Das ist Wohnzimmer. Und was ist denn das da? Also, ach, keine Ahnung. Ich finde das Haus nur eine Karte geben können. Und hallo Link. Auch eine Beschriftung der Räumlichkeiten. Weiß ich doch nicht, ob die eine Batterie hat. Ich glaube, er hatte sie mal angemacht. Ich weiß es nicht mehr.
Wir hatten ja davon abgesehen sowieso noch eine Batterie gefunden. Wartet mal. Ja, die ist auch voll geladen. Ah, ich bin blind. Wie geht's dir so, Link? Ich fand's gerade schön, wie er sich verbeugt hatte. Gerade während das Klong kam. So, rostiger alter, seltsamer Schlüssel. Use it. So gut versteckt! Was zum Henker, ey? Yeah, it opened. This sword, it has. Ja. Oh, ein Schwert. Das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Und lass mich raten, es hat kein komisches Dings. Ich sehe es gerade nicht richtig. Mann, guck's dir mal bitte an, Junge. Was zum. Ach, keine Ahnung, dann packen wir es halt einfach rein. Aber es sieht nicht so aus, als ob es diesen Griff halt hätte. Da geht nichts. Leitsätze sehr wohl in Worte fassen, das ist doch. Ach, jetzt legt er es auch ab. Ist ja interessant. Ist ja interessant. Oh Mann, ey, er stellt immer so dumme Fragen. Ich habe die Antworten dafür. Kannst du bitte einfach benutzen? Es hat wirklich keinen Griff. Also, diesen Schutz. Griff hat's schon, es ist ein Schwert. Dann verletzt er sich. Okay. Oh. Wow, so it was a switch. Ist nicht schlau, es wird aber auch nicht besser. Oh Mann. Das ist ein geheimes Klo hier. Achso, wird er jetzt, nehme ich mal an, dass es etwas dunkel wird. Gut, dass wir eine Taschenlampe dabei haben. I wonder where this leads. Dann mit denen sorgt nachher wieder ins Haupthaus. Der Horroraspekt. Ah ja. Ein Keller bei Oma. Da war das bei mir viel schlimmer. Also daheim. Even a starving eagle never steals. Like my father always said, never cheat, even during a struggle. I wonder if there are any clues here. Mach doch auf! Das ist eine Sargeschale. Gotta find a candle. Achso. Das kenn ich doch nicht. Gut, dass wir eine Kerze haben. Shit. Oh, wir müssen nach oben die Streichhölzer holen, oder? Oder ist es egal? Ist es so als Alternative? Vielleicht brauchen wir die ja noch. Aber ich weiß auf jeden Fall, wo wir welche finden. Falls wir die dann suchen sollten. Das Symbol wieder. Nur alternativ. Ach, na dann ist doch ganz entspannt. It's our family crest, a sake cup. Ja, das ist unser Lieblingsfamilienerbstück. Does this have something to do with my family? Ich will mal. Nein! Nimm mit! Nimm mit! Ich lasse die Lösung offen, ja. It's our family crest, a sake cup. Does this have something to do with my family? Ach nee, er nimmt es gar nicht mit. Ich dachte irgendwie, ich hätte mich verdrückt, tut mir leid. Aha. Hachiri-san? Some kind of medicine? It looks pretty old. Maybe my father used it. Hachiri-san? Ja, ja, ja. Die magische Becher geht nicht, aber. Die Kisten sehen zwar sehr mystisch aus, aber zeigen auch nichts. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, hier richtig.
Eine Axt! Nicht für mich. Ach, das ist ja auch noch Streichhölzer. I can still use it. Ach, das hat den Püppel da liegen. These are all dried out. Es ist gut, dass sie ausgetrocknet sind. Ist wieder dieses Zeug, oder? Elixir of Eternal Youth. I remember my father telling me about it being used by martial arts experts in China. Where did father get this? Oder du hast kein richtiges Wochenende, Chris. Vielleicht machst du am Wochenende einfach zu viel. What strange paper? It doesn't look Japanese at all. Where did father get this? What strange paper? It doesn't look Japanese at all. Where did father get this? Es ist aber schon kommen, dass wir vielleicht mit der Kerze irgendwo halt was Mystisches rumflaggern müssen. Na, Wochenende halt. Offensichtlich kennst du es nicht. Oh, ist das abgeschlossen? Nein. Sieht zwar so aus, als ob man sie abschließen könnte, aber alles offen. Something's inside? It says good luck. Some kind of amulet? What an unusual shape. It's probably not from Japan. Und als ob man da noch irgendwas ranmachen könnte. Nimm's doch mal mit. Was kommt denn doch immer zurück? Findet man schon mal Hinweise und lässt man sie liegen. Ja, du hast ja gestern Abend sowieso so viel Stress gehabt. Ein Portemonnaie. Das da? Das ist alles nicht. Ach, oh, das ja, wichtig. Mhm, ja, finde ich auch. Hier jetzt aber. Oh ja. Also mein Problem war, ich habe am Anfang von dem Spiel was gedacht, was ist tatsächlich passiert und ich war so, mach. Bin ich jetzt schuld dran? Also das ist dann wirklich gekommen. It's father when he was young, but who's that with him? Ist das? Hab meinen Hinweis gefunden. Where's the mirror? Spiegel, Spiegel an der Wand. Oh, Katze. Na komm. Jetzt. Ich drehe. Ah, wieso kann ich nicht lesen? Ist ihm das nicht aufgefallen oder hat er es gekonnt ignoriert? So mit Absicht. Ich hab mal eben die Kerze anzünden. Kerze anzünden. Sehr schwer übrigens. Ich meine, man hat brennende Kerzen im Inventar, aber sie sind alle aus. Streichhölzer. Das geht nicht. Mann. Ich fühle mich manchmal so clever und dann. Oh. Maybe the electricity works. Ich bin nicht sicher. If I had a light bulb, it may just work. Aber das war's dann auch. Aber. Achso, ist einfach nur aus. Das kann doch noch nicht alles sein. Ich kann einen Kauf geben. Bitte nicht. It's a paperweight. Oh, was für Briefbeschwerer. Also. Kannst du Leute erschlagen? Ich hätte das auch schon mal getan. Zodiac signs? These are also Chinese. Feder? What's this leaf doing here? That's strange. It's not even dry. Weißes Blatt und es ist nicht trocken, aber es sieht verdammt dünn aus.
Achso, ja, ich kann die Kiste nicht öffnen. It's a paperweight. Aber kann ich wirklich eine Glühbirne kaufen gehen? Dieses Spiel. Namen mehr gibt's nicht. In den Spiegel gucken? Oi! Oi. Oh nein. Nicht wirklich. Die gesehen, da stand It's noch was. Beautiful. I wonder who used it. Deine Mutter. Vermutlich hat wirklich seine Mutter das benutzt. Die hat bestimmt die Mutter hier unten eingesperrt. Ich kann so grausam sein. Nice! Noch eine Kerze. I can still use it. Also offensichtlich findet man aber auch, was man braucht, so ziemlich hier unten. Vielleicht brauchen wir ja später noch ein paar Kerzen. Darunter war bestimmt auch noch eine ganze Schachtel nur mit Kerzen. I wonder if it's a sign. This, it seems to be sealed. Aha. Ist das mit dem anderen Talisman zu tun? I wonder if it's a sign. Schade. Und wir haben das Blatt. Es ist halt ein Blatt, ne? Das ist bestimmt super magisch. Sicher noch immer nicht das, was ich brauche. Also wir suchen ja immer noch nach wie vor nach dem Spiegel. Hm, what's that? Hey, it looks like a talisman. What could that talisman mean? Ja, was nur? Was? I'll try somewhere else. Schreibt er sich das auf? Ich meine, müssen wir rausfinden, was es bedeutet? Da ist ein Keller. Ist der Spiegel das Fündigste? Und ein altes Foto von Vater gefunden. Und ein paar leere Seiten. Ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es 11:30 ist und wir immer noch nicht im Bettchen liegen. Ich einfach den Keller auseinandernehme. This, it seems to be sealed. Aber ist das der einzige Schrank, der er hier abgeklebt hat? Das sind Bücher. Nimm doch einfach die Axt und hau alles kurz und klein, dann wird er schon kommen. War das hier drin? Ja. Something's inside. It says good luck. Ach nee, das war nur Some kind of amulet? What an unusual shape. It's probably not from Japan. Hallo, Michi. Du meinst bei dem hier? Die Sache ist halt die, dass ich die ganze Zeit versuche, mir irgendwo den Boden anzugucken, dass ich nicht wirklich hingekriegt habe. Das ist nur die Kerze, das ist das Ding. Oder bei dem anderen nochmal. Ja, was heißt Chemosfeuer? Ich hab's einfach mal ausgelassen. Also man kann das Ding halt schieben und ich habe halt keine Ahnung, wie ich ihn dazu kriege. Das macht mich richtig wahnsinnig. Na, warte mal, vielleicht hat er aber noch nicht hingekriegt. Ach, do it. Oh, jetzt. These scratches must be from the shells. Ah, okay, jetzt hat das. Aber macht das? Ja, er macht es. Es geht doch. Und weil diese Leute hier nie zufrieden. Ja, ich sag dir nochmal, ich räume gerade so ein bisschen um, auch wenn ich die Kamera jetzt irgendwie hätte einstellen können. Ich weiß nicht, was man da alles zu viel gesehen hätte vielleicht. Oder auch nicht. Oder zu wenig? Ich weiß. Huh? That wall. The color is slightly different. Danke, Eve. Different sounds. Oh nein, wie kriegen wir das nur auf? Nehmen wir vielleicht das? Can I break the wall with this axe?
Abends um 12. Das hat bestimmt niemand. Jo, was hast du da getrieben? Ach, nö, ist auch egal. Darum geht's ja nicht. Ewige. Achso, jetzt so. Wo ist die Axt hin? Ach, mach einfach. Na komm! This is the Hazuki family crest. Oh, der Spiegel? This Nein, ein box. Es ist wirklich eine Box. Ich sah gerade so nach einem Buch raus. Got it. Nice. It's the Phoenix Mirror. Vor allem denk dran, mit diesem komischen Teil, diesen Handschutz fürs Schwert und dem Schwert, was auch nochmal in der Box verstoßen war, wo der Schlüssel irgendwo im Zimmer versteckt war. Also was heißt versteckt, der lag offensichtlich im Schublade, aber... Meine Güte! Oh, hab ich dich wach gemacht. So that's the Phoenix Mirror? It's kinda creepy, eh? I feel like it's pulling me in. Ryo-san, stop it, please! You think it could be cursed? No, I don't think it's cursed. I have a feeling about it, but I can't explain. Hey, see what I mean? That's dangerous! Are you possessed? Folks, get real, would you? What? I'm serious! Enough. Give me some time alone, okay? Der spielt so rum, ey. Sure. Geh ins Bett, Junge. I should take this mirror to Master Chen. Am besten noch diese Nacht. Ja, ist ja gut. Morgen. Ich versuch's wirklich. So, schlafen. Dann räume ich noch ein bisschen um und richte die Kamera wieder neu ein. Bin jetzt einfach zu faul für. Ach, guck mal, 8:30 Uhr. Pünktlich wie jeden Morgen. Ah, dieses Regal wurde verrückt. Warum? Ist hinter der Wand ein Freiraum? Ich muss durch die Wand brechen. Und den Spiegel des Phönix gefunden. Muss mit Meister Chen reden. Warum? Was hat er jetzt wieder freigelassen? Ja, ich weiß ja, alles gut. Also wenn ich es nicht hinkriege, dann kriege ich es halt nicht hin. Wie du gesagt hast. Wir sollten ihn vielleicht einfach mal anrufen, oder? Er meinte ja, wir sollen uns vorher melden. Ich muss ihm vielleicht auch kein Geld für zahlen. Sieht ihr eigentlich die Vorwahl nehmen? Ich hab keine Ahnung. Ich mach's einfach mit. Gut. Auch sie macht Spaß. Ich hoffe, das ist die richtige Nummer noch, die ich mir jetzt falsch aufgeschrieben habe. Hallo? Hallo? Ist es so früh? Father's Heaven. Trache. Nine Dragons. Mother's Earth. Ich erkenne dich an der Stimme. Warehouse number 8. Master Chen, please. Excuse me, but you are... My name is Hazuki. Just a moment. What is it? Yeah, I found the mirror. I'll tell my father. Come to warehouse number 8. Sure. Meine Eltern von damals. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, da geht einfach alles. Wollt ihr noch irgendeine Nummer hören? Ich mache jetzt Telefonstreich, wenn ihr Bock habt. Vielleicht ein bisschen teuer, aber ich muss es ja nicht bezahlen, glaube ich. Okay, warte. Ich weiß gar nicht, ob man beide Nullen machen muss. Weiß man es denn, wo man hier noch durchkommt? Ich muss immer probieren hier.
Oh, wir haben es tatsächlich so programmiert, dass man einfach damit Leute anrufen kann. La 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 la. Huch, 5. 1. Ach, sie macht halt dieses Wählen so viel Spaß. Oh. The phone number you have dialed is no longer in service. Ja, Chris, tut mir leid, also, hörst du selber. Ich finde, wir haben es nicht mal geschafft, so viel kann man gar nicht eingeben. Ja, also ich glaube, dass, ja. Auch wir haben so wenig Geld. Is always there for me. So. Ja. Haben wir keine Abkürzung irgendwie? Für die Kuh. Ich hab's probiert. Ja, eben. Regen. Oh, mach mal das nächste Mal. Es ist nicht das erste Mal, dass wir hier rein und raus gehen heute. Ich weiß gerade, ob wir nochmal doch zum Laden reingehen. Ich habe eben kurz die Nummer auf, dass ich das wieder vergesse. Ja, komm. Ach nee, um 10 machen. Das dauert mir zu lange. Wenn es jetzt nur geht auch. Das will ich doch hoffen. Wie sind wir... Wir sind eigentlich nur mit dem Bus gefahren, ne? Ja. Bin ich irgendwie an Tom vorbeigelaufen oder war er gar nicht da? Ich glaube, der kommt immer um. Oh Mist, nee. Doch um und halb. Halb. Wir müssen hier stehen. 3 Meter Abstand vom Fahrweg? Wirklich? Ach ja. Toll. Aber ich muss sagen, es ist zumindest ein zuverlässiger Bus. Es ist nicht so wie in Deutschland. Ich meine, guck mal, wie pünktlich er ist. Es ist einfach pünktlich. Nicht wie meine Stream-Starts hier immer. Ja, eben, das ist halt Japan. Ach, die sind schon cool, die Japaner. Ist zwar ein bisschen crazy, dass sie links fahren, aber ist okay. Wegen einer Minute Verspätung im Jahr. Im ganzen Jahr, wohlgemerkt. Achso, kommen wir überhaupt tagsüber jetzt da rein so einfach? Excuse me. I'm sorry. It's not safe. Please stay back. Okay. Oh Gott. Ja, irgendwann. Ich habe ja von Christian einen Jakuza-Teil geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. War das Kiwami? Hier ist Tom. Irgendwann vermutlich nach Stimmung mal. Hey. Hey, Rio! Also nicht unbedingt als Stream, aber halt so. I'm always chillin'. If you ever need help, just ask me, okay? Was bringt denn dieser eine Teil da irgendwo rausgerissen? Den dancen wir noch weiter. Ach, hier ist seine Freundin. Honey-san. Hi, Rio. Darf ich ihn wirklich Honey nennen? Was ist denn das? Ach, die Kassette, die wir gefunden haben. Schade. Ich muss hier rein. Hey, you! Excuse me. I need to meet Master Chen. What's your name? Dio Hazuki. I've been expecting you, sir. Please, go in. Oh, zum Glück. Ich war gerade wirklich so, nein, den ganzen Tag.
Wir haben noch nichts zu tun. Also, ich habe nichts zu tun. Ich habe mal irgendwas von Jobs erzählt, aber... Ach, Jobs. Flops. Braucht man nicht. Bin ich auf der falschen Seite? Nee, doch, was ist hier? Ach, mein Goldfischgehirn. Das hätten wir erst eine Runde schwimmen. Ah, the Phoenix Mirror. Yes, it's made of Phantom River Stone. Mm-hmm. Why did Landy only steal the Dragon Mirror? He probably didn't realize your father had both of them. Two mirrors. A long time ago, Zhu Yuanda once told me, when the dragon and the phoenix meet, the gates of heaven and earth will open, and Qi Yu will resurrect itself on earth. Qi Yu? It's a legendary Chinese monster that will devour this world of ours. Oh, nein. It appears Lan Di will try to make use of both mirrors. What will he try? That even I don't know. But you mustn't allow him to get that mirror. Ja, be gut, also sieht das aus. And stay alert. If he finds that mirror, it will be the end of you. Huh? Da ist er! Den Typen, den ich von irgendwoher schon mal einfach kenne. Two mirrors! Landi-sama will be pleased! Oh, Hazuki, push that button! Oh nein! Push it! Nein, ich meine wirklich ihn von seiner Art, ja, mit diesem blöden lila Gedöns. Ich glaube, ich habe das ja auch nie auf Englisch geguckt, also. Habe ich das? Ich weiß es nicht. Immer diese Thanks. Verrückten. Ich komme hier jede Woche rein. Wie die Fliegen. Is it the work of the Mad Angels? Mad Angels? We always have trouble with that gang. Those dirty bastards. That thing was probably connected to the Qi Yu Men. The Qi Yu Men? Yes, the Qi Yu Men and Mad Angels are linked. Perhaps they are the ones who guided Lan Di here. So, if I find the Mad Angels, I'll find Lan Di. Nah, he's likely not here anymore. Then where did he go? Well, maybe he has already gone to Hong Kong. Hong Kong? I have a request. Hong Kong kennst. Request? What is it? Please help me get to Hong Kong. If so, then what? I'll find Lan Di. And then he'll kill you. He's too strong. What did you say? Stop it. Es ist kein Taschengeld mehr. I must avenge my father's murder. How admirable. But you don't stand a chance. Well, if it was you, suppose your father was murdered, what would you do? Please, help me. I'm sorry, but I can't. Let's go, Guizhang. Master Chen, please wait! You should not waste your life on revenge. Ich habe doch sonst nichts. Knauf! Oh, wir können gleich wieder telefonieren. So, the Qi Yu Men? Glaube ich. And Lan Di? Seems he left for Hong Kong. Hong Kong? In der Zwischenzeit ist auch mein Kollege auf der Welt. Das ist doch schön. Nein, ich will nicht schlafen oder speichern.
Ich will auch kein Training. Oh Mann. Schlafen. Ich habe keine Wahl. Bestimmt werde ich in der Nacht entführt und mein Haus brennen oder so. Ja, also dafür, dass der Tag davor so ewig gedauert hat, gefühlt. Ein seltsamer Kahlkopf von den Shiyu-Men versuchte, den Spiegel des Phönix zu stehlen. Die Shiyu-Men und Mad Angels arbeiten zusammen. Die Mad Angels sind Feinde von Meister Chens Organisation. Es scheint, Lan Di ist bereits auf dem Weg nach Hongkong. Who knows? Ach, ist das direkt eine Karte? Nee. Die Karte, oder? Nice! Guess Hong Kong's out. Das war jetzt unser ganzes Sparbuch. Ich hab gehört, wir holen uns einfach noch ein paar Trainingsrollen. Ich glaube, er hat gerade echt sein Sparbuch geplündert. Finally rich. So. Achso, ist es eigentlich jetzt der 11. Dezember oder was haben wir eigentlich für ein Datum? Ja, ich kann das auch lesen. Ist okay. Also, wir probieren einfach nochmal ein paar Nummern durch hier. So kurze Nummern gehen ja schnell mal weg. This is pointless. Ach komm, hab dich nicht so an. Hä? Ihr gibt es gleich auf mit dem Telefon. Eins. Eins. Null. Bitte, ich brauche Hilfe. No, I'll avenge my father's murder on my own. Polizei kommt mir nicht helfen. Okay, na gut. Nein. Was ist denn eigentlich noch 117? Ist das so Feuerwehr oder sowas? Nee, 177. Nee, das war verwirrend immer. Au. A weather report from Kanagawa Meteorological Observatory. Kanagawa Prefecture, Eastern Region. Tomorrow, fair later, snow later. Rain predicted. Oh, Knie. Wir haben gestern die Katze nicht gefüttert. Ich bin ein grausamer Mensch. Wir gehen dafür hin. Geben ihr zwei Stücken Fisch. Und hoffen, dass sie einfach schon nach Hause genommen hat. Ach, das ist heiter. First off, I should consult with Fuxan. Nein! Wir müssen noch die Katze füttern gehen. Ach, wir müssen noch ein... War das wirklich nur morgen? Ich dachte, das andere wäre so dieses spätere, was Schnee ist. Ich glaube, er ist nicht hier, oder? Ist in seinem Zimmer. Nein, jetzt nicht hochgehen! Nein! Oder ist es einfach über den Tag verteilt? Heiter, Regen, Schnee? Was ist mit dem Wetterbericht von morgen? Wir wissen, wie es heute aussieht. Verrückte Leute. Ach, diese Japaner. Was denn jetzt noch? Ich kann nicht raus, ich kann nicht raus. Zumindest habe ich das Geld eingepackt.
natürlich sitzt er da. Er muss jetzt auch seinen Sparschwein köpfen. Komm. You know of any cheap travel agencies? Ich brauche noch 100 Yen. Yeah, there's one in Dabuita, but... Dabuita, Why you wanna know? I'm thinking of going to Hong Kong. Hong Kong? Yeah, it appears that Lan Di went there. But what will you tell Ine-san? Sie mir das Geld überweisen soll? I'll persuade her. Not alone, you won't. I'll help you. Ine-san, do you have a minute? Yes, what is it? I know it's sudden, but I'm thinking of going on a trip. A trip? Ja, die Lady aus dem Reisebüro. Yes. Ich vergiss man nicht so schnell. Good. You could use a vacation. Oh, yeah. Where are you thinking of going? Hong Kong. Hong Kong? Fuxan. Du Spaß. It seems the man who killed Hazuki-sensei there. Alter! Nein! Ine-san, please give him the money for the trip. Oh, verkackt. Idiot. Die gibt uns nichts. What are you planning to do, Ryo-san? Oh, nothing. Nothing? This is crazy. I can't let you do this. Well, he has to get there somehow, Ine-san. I'm not listening. Ine-san. End of discussion. Ich meine, manchmal könnte man ja meinen, dass Ryo nicht so der cleverste ist, aber... Thanks a lot. Boy. Danke. What? What did I do? You didn't have to tell her everything. I'm sorry. I'm going to have to do this by myself. Oh, es ist auch schon wieder um 10 hier. Mensch. That time. Jota. Baka. Hat jetzt noch irgendwas zu sagen? Irgendwie I should leave her alone for now. Ihr auf jeden Fall nicht. Offensichtlich, ich meine, ich brauche bestimmt noch ein bisschen Geld, ne? Can you ever forgive me? Don't worry about it. It's okay. Ich nehme nur dein Sparschwein. I'm going to try to persuade Ine-san one more time. No, don't. Oh, Fuxan. What? Ich brauche Geld. Are there any travel agencies in Dobuita? Sag mir das schon. Yeah, there are some. Hey, why don't you check the pamphlets? You should check out their pamphlets. Oh yeah? Ich glaube, wir sollen uns die Pamphlete angucken. Okay. Aber wie gesagt, erstmal Katze füttern. Gestern ja leider vergessen. Nee, das ist schon wieder zu weit. Es tut mir leid. Und fliegt halt auch immer so schnell hierher. Ich könnte für eine Runde jagen. Oh Gott, ich habe schon wieder eine Stunde. Was war? Ballert. Aber ich muss sagen, wir haben ja auch direkt eine Menge gefunden. Oh, wie schön der Schnee knarrt. Das ist das Schneegeräusch, das wir seit langem gehört haben. Also auch in neueren Spielen, muss ich sagen. Das hört sich ja teilweise halt nur so an, aber dieses richtig. Wenn man halt mehr Schnee unter den Schuhen hat. Oh, das Gute. Oh, stehe ich zu schräg? Ach. Oh nein! Hey, Dio. Hey, Megumi. Dio. Mimi's disappeared. Sick. Has she? She was already gone when I came. Weil ich sie nicht gefüttert habe. Mimi ist weg. Sie heißt Mimi. Mimi ist weg. Okay, I'll go find her and you wait here, Megumi. Wir haben was Besseres zu tun, als nach Hongkong zu reisen. Oh nein, die Katze ist weg. Ist bestimmt am anderen Ende der Welt. Nein, nicht runtergehen. Ich würde mich dann rumziehen. Bestimmt nur da oben schreien. Doch, ganz bestimmt. Irgend so im Hintergarten. Also wirklich ganz hinten, irgendwo hinten in der Ecke. Im schlimmsten Fall hat jemand die Katze gesehen und mit nach Hause genommen, wie ich es vorhin schon meinte. Oh, krok, krok. Ich gehe einfach gerne über den Schnee.
So, Katze, hast du die andere Katze gesehen? Sie redet nicht mit mir. Oh, hello, Diao. Kondo-san. Achso, die ist ja schon Do you know of any cheap travel agents? Yo, are you a bit soft? No. Don't you go causing Ine-san any more grief, young man. Soll ich die armen alten Leute bequatschen? Gehen da einfach hin zu den Reisebüros. Wir fragen auch keinen Leuten nach den Reisebüros, wenn wir eh schon drinne waren. Ich würde eigentlich auch um die Ecke, ehrlich zu sein. Hier ist ja nichts weiter. Haben sie eine Katze gesehen? Perhaps they're out? Also auf der anderen Seite sind ja schon wieder Leute nach Hause gekommen, die in diesen kleinen Wohnungen wohnen. Es kann natürlich gut sein, dass derjenige, der die Katze jetzt hat, nicht zu diesem Zeitpunkt da ist und wir wollen später wiederkommen müssen. Nein, was macht der denn? Dieser alte Panzer, ey. Oh, man hört sie direkt. I can hear her mewing. It must be from down there. Da sitzt sie doch auch direkt. Also ich habe sie gleich gesehen. Der Panzer kriegt es halt nicht hin, ne? Ich schaff's noch. Ich schaff's noch. Oh nein. Well, there you are. Ah, there. Nozomi. Ryo, wait. Were you looking for her too? Yeah. Willst du sie nicht mit nach Hause nehmen? She's here, Megumi. Oh, really? Mimi, Mimi! Where have you been? I was worried. Great, huh? Yep. Thanks a lot, Nozomi. No, not me. Ryo found her. Thanks a lot, Ryo. No problem. Well, I gotta go meet my friend. See ya. Ich dachte ehrlich, die schlachten das richtig aus. So 3 Stunden später, wir haben endlich die Katze gefunden. Now I can rest in peace. Nein, nicht runter! Katze hat immer noch Hunger, würde ich sagen. Lügt doch jetzt nicht hier draußen rum. Hey, Leo! Let's play together! Nee. There, there. Good kitty. Good kitty. Kitty kriegt erstmal Fisch. Weil ich versucht habe, sie zu füttern, so. Stehe ich falsch? Nein, sie ist nicht Want da. Some food? Kann ja wohl nicht wahr sein. She must have been very hungry. Yeah, and she looks real happy. Thank you, Dio. Aber ganz ehrlich, wenn man Katzen an der Stelle immer wieder füttert, vor allem schon gefühlt eine Woche lang, dann rennen sie sich einfach wieder weg. Das haben immer Menschen was damit zu tun. So, auf ins Reisebüro und ab nach Hongkong. Ich befürchte das Schlimmste, dass wir erstmal gucken müssen. Also der eine hat uns ja letztens einen Taxijob irgendwie sowas angeboten, ne? Hat uns ja nach dem Führerschein gefragt. Meinte, wir sollen nur mal anrufen. Die Frage war halt, wen wo anrufen. Oh. Der sieht aus, als hätte er viel Geld. Erstmal gucken, was das kostet. Wir gehen natürlich auch in den schäbigen Laden, weil ich gehe davon aus, dass es hier weniger kostet als dieser schicke Laden. Weil es aber auch nur eine Zweigstelle ist, also mal gucken. Be right there. Excuse Take me. Your time. Wait a minute. I want to finish this. Ich habe etwas Geld, ich kann zahlen. Excuse me. Can I just tell you to wait a minute? I want to go to Hong Kong. The pamphlets are over there. Find one, decide. Oh Gott, nicht 170.000 Yen. No, please not. 170.000 Yen? Any others? Jeez, what a pain in the... I'm looking for a cheap fare. Here it is. This is the cheapest we got. 158.000 Yen? Is there anything cheaper? Das ist wirklich so viel, um nach Hongkong zu kommen? Okay, thanks.
Von Japan aus? Hold it, bud. I went and got it out. So at least take it with you. Und wenn Inisan das findet. Die Schnäppchenliste ist das. Maybe I should talk this over with Fuxan. Die Schnäppchenliste. Gott, die Haare, ich finde die eigentlich ganz interessant so. Das ist lächerlich. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, das Knarzen. Ich brauche hier mehr Schnee. Mehr Schnee. Fukusan wird ja garantiert auch wieder in seinem Zimmer sitzen. Ich weiß nicht, ob er jetzt überhaupt nochmal trainieren geht, jetzt wo wir quasi das ganze Dojo auseinandergebaut haben. Da-dum. Ja, wir werden auf jeden Fall feststellen, dass es nicht zu teuer ist. Ich habe mich jetzt gerade ganz kurz ein bisschen erschreckt und überlegt, muss ich noch irgendwas machen da? Nein. Wir haben gefüttert. Hallo. Also wir können hier mal gucken gehen. Ich glaube, man sieht ihn dann schon theoretisch schon da stehen. Wo ich jetzt reingehe, um die Ecke gehe. Nee, er ist nicht hier. Ich will ganz kurz mal gucken halt. Ist doch krass, dass der einfach so weiterläuft. Ich meine, könnte irgendwie kalt sein, aber er rennt halt mit seinem T-Shirt und der kleinen Jacke drüber rum. The Hong Kong Fair. Pretty expensive, eh? Jetzt gib mir dein Sparschwein. Just a moment. 77 bis 175 Euro. Yo, son. What's that? Ja, komm, this tut here is my savings. I want you to have it. Fuxa. Well, I really want to help you out. Du kommst ja schon ungefähr hin, aber ich glaube, die günstigsten Reisen sind es trotzdem nicht. Don't hesitate. Smash it open. Weil er vielleicht noch irgendwie damit berechnen muss, damals. Vielleicht war es damals einfach noch teurer. Weil Flüge sind ja immer günstiger geworden jetzt erst. So. 1000 Yen, wenn es hochkommt, oder was jetzt? Lot, ich höre nur Münzen. Well, one, two, three, 500. Das sind wirklich nur... 39,634 Yen. Nice. Still not enough. Yeah, also besser als nichts, ne? Ah, I got an idea. Ida Florist. Ida Florist? Nozomi's place? Yeah, she travels overseas a lot. Maybe she'll have a better idea. Good idea. I'll go ask her. Okay. Wir müssen uns nicht gehen lassen. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. So, das ist doch sein Zimmer. Oh, ich hatte mich schon wieder ein bisschen darauf eingestellt, dass wir stundenlang durch die Gegend streifen. Aber es läuft hier wirklich ganz flüssig hier. Der steht schon wieder weg. Also wirklich eine große Aufgabe irgendwie. Nee, kannst vergessen. Irgendwann ist halt auch mal gut, ne? Ich muss gerade sparen. Ich glaube, die paar tausend Yen, die ich am Anfang ausgegeben habe, die kommen jetzt auch nicht wirklich zurück. Nozomi. Ryo. What is it? When you go to Canada, do you always fly? Yeah, usually. Why do you want to know? Canada. I'm looking for a cheap way to travel overseas. You're going overseas? Yeah. You know, I can only afford about 70,000 yen. 70,000? To where? I'm trying to go to Hong Kong. For a trip to Hong Kong? I doubt that's possible. But I only need to get there. Oh,
Well then, also, how about going by boat? Vielleicht sollten wir uns auch noch um eine Unterkunft kümmern oder essen. Whenever Grandma goes to Canada with us, we gotta travel by boat. Really? Why? Yeah, 'cause she hates airplanes. Oh, but that's a secret, okay? Yeah. You might be able to find a boat ticket for a fairly cheap price. Yeah, maybe. Thanks. Das ist genau die Alternative jetzt gleich genannt. Excuse me. Yes. Oder Schiff halt eher. Let's see. You're that Hazuki boy. Yes, you're. Yes, yes, that's right. Nozomi is always talking about you. I see. Kann das eigentlich sein, dass wir gerade wieder Musikstück übereinander haben? Aber dieses Klapperschlangen klappern und dann halt immer diese Musik hier vom blöden Laden. Wann wäre ich jemals drin? Takara, Sushi-Restaurant. Wieso waren wir hier nie? Das Ende. Er sieht viel zu gut aus. Ich muss nun mal kurz ihre Toilette benutzen. Sehen sie wohl bestimmt auch nicht gerne. So, mit dem Schiff ist es billiger als per Flugzeug. Frage nochmal im Reisebüro. Ja, meine Lust ist jetzt im... Oh, ich glaube, sie hat noch gerade Pause. Hä? Ist sie denn nicht gerade lang gelaufen? Sich doppelt? Ja, du bist wunderschön. Be right there. Excuse me. Excuse me. What is it? Do you sell boat tickets to Hong Kong here? Boat tickets? Yeah, we do. How much are they? Boat. Here it is. Ist ja wirklich günstiger. I'll take it. The sooner the better. You gotta pay up before I can arrange it. Alright. Alles in bar hier. Na klar, kein Problem. Mein dicken Portemonnaie hier. Bam. Da hast du. Thank you. Excuse me. What? I'll take care of it. The ticket. Come back in 3 or 4 hours. Alright, I'll be back in 3 or 4 hours. Dann haben sie geschlossen. Ja, genau das habe ich mir halt auch gedacht. So, okay, ich habe Geld. Und dann war sie weg. Einfach weg. Jetzt wirklich 70.000 da gelassen. Okay. Ich komme wieder, aber... Ich werde hier stehen und warten. Warten. Ich werde den Laden beobachten. Aha, ja, ja. Ist ein Hinterausgang? Ich glaube, es gibt einen Hinterausgang. Nozomi. Ryo, let me know if you need any help. Sure. Geld. Aber hey, ich habe ja sogar noch was übrig quasi, also. Excuse me. Oh, not now. I'm too tired right now. Catch me later. Hä? Den Typ kapiere ich halt echt gar nicht. Jetzt ist er weggegangen. Ich bin halt echt verscheucht gerade. Noriko. Ryo. Ryo. What are you up to? Just taking a walk. I needed a break. It's almost exam time. I see. My goal is to become a kindergarten teacher. So I have to study. I love Kindergärtner. Yeah, well, good luck. Naja. Bye then. Right. Das ist besonders anstrengend, habe ich Bye gehört. Bye for now. Also klar, ich will jetzt hier nicht sagen, dass irgendwie alles Richtung Lehramtsstudium und irgendwie ein leichtes Spiel wäre, aber Kindergarten. Blöder Kindergarten. Hier muss ja jeden. Das soll doch überall gleich sein. 3 bis 4 Stunden. Meine Güte.
Also, was war schon drauf? Wann machen die zu? 10 bis 8. 8 Uhr abends? 8 Uhr abends, ja. Okay, das heißt 1, 2, 3, theoretisch um 6, würde ich sagen, weil wir haben ja schon ein bisschen gewartet. Ja. Ja. Wir machen ja auch noch solche Sachen. Das Kino wird immer noch bearbeitet. Tom. Hi! How's everything? I'm always chillin'. If you ever need help, just ask me, okay? Thanks. Das gerade, ich bin jetzt niemals geholfen hat. Oh, not now. I'm too tired right now. If you want to chat, can you ask someone else? Ich meine, der überprüft halt auch immer nur die ganze Zeit diese Angebote hier. Können wir auch noch hier nachher fragen. Ob wir jetzt ein günstigeres Angebot hätten, aber ich gehe davon aus, dass die ein bisschen teurer sind. Yes? We'll tailor your travel plans however you wish. Would you like to have a look at the tour pamphlet? No thanks. Maybe next time. Die Pamphlete. Und dann nochmal gucken. Oh, da sieht man wirklich noch ein bisschen was, aber... Nichts Hilfreiches halt, ne? Ich glaube, wir holen uns doch nochmal eine Schriftrolle. Oder? Ach nee, wir gehen nur ins Dings, gehen wir nochmal hier ins Spielehalle. Es gab ja noch ein paar Sachen, die wir gar nicht ausprobiert hatten. Das hier zum Beispiel. Space Harrier, 100 Yen a game. Da ist ein Mammut drauf. Glaube ich. Haariger Elefant jedenfalls. I should try it once. Drache? Was passiert jetzt wieder? Oh mein Gott. Welcome to the family. Get ready. Was ist denn das? Ach so. Was zum Henker? Bäume sind böse, habe ich gelernt. Ich mag Shooter nur, wenn es mit kleinen Mädchen ist. Ich meine, die Wolken sind bestimmt auch böse. Ach, ich hätte gerne eine Neuauflage von No More Heroes. Das ist doch ein schönes Spiel. Ich glaube, es ist auch gerade für die Switch perfekt geeignet, aber... Ich hab meine Hoffnung noch nicht aufgegeben, sag ich so. Wenn man da auch einfach schön mal nebenbei so ein Shooter-Minispiel spielen kann. Ich habe das so krass gesuchtet. Vielleicht ist das meine Hauptzeit im Spiel gewesen. Aber das war halt nur so ein Upside-Down-Ding. Also man ist die ganze Zeit von unten nach oben hochgeflogen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, auf den dritten bin ich sowieso gespannt. Also. Da war ja letztes Jahr noch eine Konferenz gewesen. Ja, ich nenne es mal Konferenz. So Pressebesprechung so ein bisschen. Also, ja. Die beiden Hauptleute quasi dran teilgenommen haben. Haha! Der wird schon blau. In den Po! Nee, nix von Treehouse. Wirklich klein und privat sah das aus. Stage 2 Giza. Ach, das sind Steine, keine Wolken. Wie fliegt der überhaupt? Sie hat irgendwie eine Kanone unterm Arm. Pupskraft.
Die Steuerung ist ungefähr genauso blöd, wie man sich irgendwas angucken möchte. Immer so irgendwo feste Punkte und der hängt immer gerne so ein bisschen fest. Punkten. Und gegengehauen. Ach, ich hab noch ein Leben. Ich dachte irgendwie, war das schon. Ich am Anfang schon mal irgendwo hochgegangen bin mit dem Busch oder so, aber es hat vielleicht nicht gezielt. Ja, schön, dass du auch schon einschaltest. Mann, sind wir jetzt mal fertig hier? Ach, wir haben über Stage 2 haben wir auch geschafft. Alter, was zum Henker? Ich war jetzt gerade im Hintergrund so abgelenkt. Ja, das ist Space Harrier. Ach, ich kann wieder einen Namen eintragen. AAA. Das ist mein Kürzel. Nicht schlecht, zuvor mit der Buchstabe einzugeben. Also, ein bisschen Zeit haben wir ja. Es ist gerade mal 16:30. One game, 100 yen. Excite! QTE! Mensch, ein Spiel für Annie. I'll try it once. Oh nein, ey. Mit dem Controller wird das wieder nix. Au. Oh, ich musste gerade gucken, wo ich überhaupt hingucken will. Oh nein! Zwei Tasten gedrückt. Es tut mir leid. Mal ein bisschen, ja, weiß nicht, irgendwie wach werden. Es geht ja hier. Uiuiui, nein! Mann, ich drücke mal A mit bei B, also bei X. Das ist richtig schlimm. Immer einzeln drücken. Oh, hey, wir haben schon wieder einen neuen Highscore aufgestellt. Da noch nie jemand an dieser Maschine war, würde ich behaupten. Ja, aber ich weiß nicht, ich will jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit hier dieses Ding spielen. Was war das jetzt? Hat sie sich gerade gefreut? Whoa, you're good. It's not a big deal. In diesem Scheißspiel lobt er mich wieder. Alles ist doch. Und habe ich irgendwas gewonnen jetzt dafür? Ich meine, ich gebe immer nur Geld aus. Kriege ich auch mal was dafür? Irgendwelche Dinge? What? Do you know anything about that place, Asia Travel Company? What's anything? Like, genau, what time do they open for? Nah, don't know. Only pass by the place. Never did any business with them. I see. Da auch Space Harrier. Ich hab bestimmt Flugschuhe an. Flecki. Oh, das sieht süß aus. Brauche ja alles. Ja, sind wir noch ein paar Automaten, sonst ist es ja nicht. Dart hatten wir schon mal probiert. Den Tisch noch nicht. Ich will ja eigentlich auch das Reisebüro im Auge behalten. Sie sitzt eh schon längst über alle Berge mit dem Geld. Siehst du, komm. Sie hat mir da viel zu lange drauf gestarrt. Und dann dieses, ja, ich kümmere mich drum. Nee, es ist irgendwie... Und diese schmierige Zweigstelle, ne? Irgendwie halt, hübsches Püppchen will da irgendwie raus. Warte nur, bis so ein dummer Typ ankommt und dann halt sein Geld da lässt. Das ist weg. Das ist weg. Sie ist weg. Ist das so ein richtiges Katsching? Es gibt keinen Hinterausgang. Es gibt keinen Hinterausgang. Das ist keine Tür. Ich sehe da keinen. Also da hinten, hinten. Sie kümmert sich bestimmt nur um den Anruf. Nur um den kleinen Anruf. Hey. Hiya.
Ich meine, er hat nicht mal eine Quittung oder irgendwas bekommen. Really. Ach, er ist so ein Jungspund, der hat keine Ahnung von der Welt. Also wirklich, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. All sein Geld. Weg für nix. Das erstbeste Angebot genommen und reingelegt. Ist nicht der Typ, der immer betrunken am Abend ist? Wie gesagt, das ist ja eigentlich auch nur eine Zweigstelle. Also vielleicht musste sie ja das Geld nehmen, hierher bringen. Hat das schon geschlossen? Nee, ich dachte gerade. Auch bis 20 Uhr offen. Aber hier ist hier nicht. Yes? We'll tailor your travel plans however you wish. Have you decided? No, thanks. Nee. Der hat aber den gleichen Mist. Also eigentlich bin ich ja der Meinung, irgendwann kurz nach 6 sollten wir dann... Es war noch vor um 3, dass wir das Ticket bezahlt haben. Wollen sich alle das Poster angucken? Vielleicht sollte ich mich da hinten auch anstellen. Ich muss heute noch nach Hongkong. Heute noch. Ich meine, es hätte auch nichts ausgerufen wegen, ja, wann wollen Sie denn reisen? Er meint ja zwar, ja, so viel wie möglich, aber soll ich doch was packen, dich irgendwie vorbereiten? Ich weiß ja nicht. Schon okay, ich warte hier. Sehe ihnen zu, was sie machen. Geht nix. Das wäre halt, ne, so ein Flug. Warum haben wir denn den blöden Zettel da noch? Ich muss bestimmt wieder raus und wieder rein. Oh, ich glaube, das waren Rehe. Oh, wo waren denn die Rehe gewesen? Das war irgendeine Gegend mit N. Ich glaube sogar eine Insel. Gerade nicht täusche. Wo sie eigentlich nur wirklich diese freilaufenden Rehe hatte, die man die ganze Zeit füttern konnte. Da will ich echt gerne auch nochmal hin. Also nicht nochmal, aber da will ich gerne hin, genau in die Ecke. Wenn es mich dann nochmal nach Japan zieht. Komm. Aber erstmal braucht man Geld, weil es ist teuer. Mann. Immer noch nicht. Ich sehe denn nur. Also sonst sitzt sie auch mal abends in der Bar. Also wenn sie jetzt wirklich nicht da ist, dann weiß ich, wo sie eventuell finden könnte. Aber wenn sie wirklich, also wenn sie dumm genug ist, dann... Bei mir wird sie sich das bestimmt nicht wagen. Ich bin auch bekannt hier. Immer noch nicht. Ich hätte erst in einer halben Stunde oder so. Nara, danke. Ja. Nara war das. Nara gibt's die Rehe. Moment, steht das vielleicht sogar drauf? Ich muss mal ganz kurz gucken. Da stand nur ein Geldbetrag drauf. Also wirklich lesen kann ich es halt auch wieder nicht. Diese. Rehe. Rehe und Tempel. Tempel sind aber eigentlich überall. Das sind so kleine Schreine, die findet man wirklich an jeder Ecke. La 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 la. Ah, die Bars machen auch bald auf. Ich hab zu tun, Lady. Muss doch einen trinken, bevor ich wegfahre. Ja.
Ja, was? Yeah, Ryo Hazuki, I'm here for my ticket. Huh? What are you talking about? Was sind das für welche? My Hong Kong ticket, I've already paid. Paid who? The woman who... Woman? Don't know no woman. What? Wann sind die reingekommen? What kind of scam is this? We don't take kindly to accusations like that. You best learn some manners. Hey, you. You'd better watch your mouth. Da sind die da wirklich schon? Ich hab die nicht gesehen. I've had enough of this. I've already paid my money. I understand. Allow me to sort this out. You'd better, or else. Yes, sir. Der ist so hässlich. I'll call you first thing tomorrow. Meine Fresse, ist der hässlich. Der Mann vom Reisebüro wird mich morgen kontaktieren. Ja, und was ist jetzt in der Zwischenzeit passiert? Da fehlt wieder irgendwas. Ach, kommt schon. Die haben mich über den Tisch gezogen. Ryo, take care of yourself. Sure. Zu spät. Einfach alles zu spät. Nee, wir gehen tatsächlich nach Hause, ab ins Bettchen, warum halt noch irgendwie den Abend hier rumbringen wollen. Ich mag mein bisschen Geld, was ich habe. Wobei, ich wollte mal gucken. Die Rollen, also die Trainings-Shop-Dinger wollte ich mir noch kaufen. Das sind keine Rollen, das sind eigentlich nur so. Ich hab's so als Rollen bezeichnet. Techniken. Schriftrollen doch. Ihr wisst schon, die Techniken, die fancy aussehen. Ich glaube, es waren ja nicht mehr viele. Oh. Excuse me. Oh, Hazuki Sensei's boy. Ich hätte ihn gar nicht mehr erwartet. I can really use your expertise again. Of course, provided it's something I am familiar with. Is it about the sword handguard from the other day? No. It's about this. Jetzt hat's ihn wirklich. May I take a look? What a marvelous stone phoenix mirror. Stone mirrors were produced in China during ancient times. This is an exceptional piece. Is there anything unusual about this one? Indeed there is. I think perhaps this type of precious stone is only found in the Guilin region. Precious stone? According to a book I once read long ago, an emperor ordered a sculptor from Guilin to engrave a guardian onto a stone mirror. Guardian. The phoenix on this mirror is a guardian. Is there any connection between the phoenix and the stone from Guilin? Well, I really can't speculate. But considering the legend associated with this mirror, undoubtedly there is a connection. I see. Well then, thank you very much for your help. You're das welcome. Das ist unerwartet. So ein bisschen. Ich würde halt das Ding nicht wirklich überall rumzeigen wollen, also auch bei dem alten Mann. Weil wenn sie wirklich mal zurückkommen sollten oder sowas, dann ist schon zu riskant. Gehen die immer noch an die Gurgel. So, wir haben hier noch 1000 Yen Schriftrolle. Chichigumo, was wir niemals einsetzen werden, aber ich will's haben. I'll take this. Thank you very much. I purchased that scroll from a martial arts expert, said to be a ninjutsu technique.
but I'm not certain if it's real. Nien, nien. So den ganzen Tag zu Hause im Zimmer. Chibomo. So, und jetzt noch. Ich glaube, die war ein bisschen teurer. Ach nee, auch nur 1000. Nur. Krei. I'll take this. Thank you very much. That scroll was left behind by a martial arts expert who was researching the Korean style Taekwondo. Schweibensichel. So, mal gucken, wo haben wir die denn hingepackt? It appears to be a leg move. Oh, hi. This looks like a strong move. Sieht schon cool aus, Schweibensichel. Haben die anderen jetzt eigentlich alle gegessen? Zwei fehlen noch. Wo ist dieses Schweibensichel? Da war es schon. Was ist denn dieses Sicheltritt gewesen? Ich mir gerade das Haus. Und schlagen die Leute das Haus? Das hat doch gar nichts getan. So, Geld ausgegeben, gespeichert. Der Mann ist reich. Und nie so viel an einem Kunden verdient wie an uns, glaube ich. Oh. Achso, das ist kein Eingang. Ich dachte gerade, ich hätte wieder was übersehen, aber nein. Ab nach Hause. Für einen Anruf warten, der vermutlich niemals kommen wird. Ich darf uns auch noch prügeln mit denen. Ich nehme morgen einfach den Laden auseinander, wenn die nicht da kommen. Also wenn die sich nicht melden, abgehauen sind. Ist mir egal, ich nehme den Laden auseinander. Ist wirklich kein Shortcut? Gute Nacht, kleine Katze. Und ist eh nicht super kalt. Die müssen sie doch wirklich bei diesen großen Anwesen, das wir hier haben, einfach mal mitnehmen. Zur Not halt im Dojo lassen. Wirklich, wenn es halt eh nicht genutzt wird. Wir zwar Hunde, aber wir haben noch keinen. Ist eigentlich Ines dann noch ein bisschen in Ruhe oder hat er noch mit dir gesprochen? Oh. Ines-san. Dio-san, I don't wish to meddle, but please don't do anything reckless. Okay, thanks. See you later, Ines-san. Yes. Ich habe viel Geld bezahlt, ohne eine Quittung oder irgendwas. Ich habe kein Ticket dafür bekommen. So, Zeit fürs Bettchen. Oh. Bibi John. Das komische Mädchen von den Bildern. Ach, hast du das rausgefunden, Eve? Voll und kaputt. Oh nein. Aber voll sein ist eigentlich mal ganz gut. So, der Spiegel des Phönix wurde auf Geheiß eines Kaisers der Urzeit aus einem seltenen Gestein von einem Meisterhandwerker hergestellt. Ach genau, das wissen wir eigentlich alle schon. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich garantiert am Samstag durchziehen wird mit... Ja genau, Last of Us.
Ja, ich hab schon so ein bisschen erahnt. Sie ist ja Professor Soweit, muss wieder weitergehen. Hello? Hazuki Dojo? Huh? Asia Travel Company? Okay, just a moment. Hello? It's Jimmy from Asia Travel. I've got your ticket. Das ist überhaupt nicht shady, der Name. I'd like for you to come and pick it up. Ja eben, kann ja jederzeit beendet werden. Please come to the U Arcade on Dobuita at noon. Wilson, what was that phone call about? The ticket to Hong Kong. Oh, I see. I'm going out. Oh, okay. Ich bin überhaupt nicht schlecht, ihn hier stehen zu lassen. Er hat kein Geld vom Dings mitgenommen, oder? Täusche ich mich da gerade? Beziehungsweise hat man ja in Soweit auch nicht unbedingt dieses, oh ich muss jetzt noch 3 Stunden was machen. Sondern eher so, ja, weiß nicht, also wenn ich das vielleicht noch machen möchte, nehme ich das halt mit. Und wenn nicht, dann muss es beim nächsten Mal so quasi. Man hat ja noch keine ewig langen Cutscenes so. Nein! Ach Mann, ich wollte echt nur rausgehen. Das ist immer das Schlimmste. Wir müssen wieder zurück. Es tut mir leid. Die Katze füttert sich halt nicht von alleine. Ach, dieser Schnee. Also, ich weiß nicht, also könntest du ja auch später erst machen, dann hättest du ja vielleicht ein bisschen mehr Leben oder so. Mann, jetzt gibt der Katze das Essen. Setz ein bisschen getrockneten Fisch hier. Eat it. It's tasty. Und kein Geld dafür bezahlt. I think she likes this food. It must taste good. I'll bring more again soon. Great. Thank you, dear. Was halt Zeit kosten wird, sind auf jeden Fall die ganzen Schreine und wäre ja ratsam, die alle mitzunehmen, so ziemlich. Auf jeden Fall für ein paar ja, Herzen oder Ausdauer. So. Halt, ach, und hinten lang. Master Sword kommt eh zuerst, oh Gott. Da hat sie sich was vorgenommen. Mit dir ziehen. Den will ich ja auch gerne sehen, also. Kenne ich ja noch gar nicht. Ja, nee, das hört man ja gar nicht. Also das Einzige, was man hört, ist halt dieses Geräusch, wenn man halt immer die Karte öffnet. Das ist quasi so der Ersatz für Navi. Aha. Machen die erst um 10 auf oder so? Ja, es ist um 10 erst auf. Nozomi. Ryo, take care of yourself. Sure. Riesenfische in der Wüste ist noch kein Problem. Schätze ich auf ein Ding und schmeiß immer mal eine Bombe. Also. Ich weiß nicht, ich glaube, davon musste ich auch nur einen erledigen. Durch Zufall dann nochmal einen. Oder sind die dann anders? Weil ich kann mir halt nur vorstellen, dass sie einfach nochmal Leben haben werden. Ich hatte irgendwann mal ganz, quasi kurz nachdem es rauskam, auf dem Video gesehen, wie irgendjemand einen Huhn hingeschmissen hat, um das Vieh ranzutriggern. Das ist so gemein. Wo sie das Huhn her hatten. Gleich macht er auf. Königsvieh. Ja, das ist so viel Zeit. Und ich einfach Geduld haben, immer wieder eine Bombe hinschmeißen. Ich meine, die gibt es halt nicht ohne Grund endlos. Ich habe auch viel mehr mit den Bomben gearbeitet, als ich halt eigentlich hätte sein so machen müssen. Es geht gleich auf. Gleich. Gleich ändern sie das Schild. Gleich. 3, 2, 1. Jetzt. Offen.
Die ganze Tür hat sich geändert. Eigentlich ist das Stuhl von draußen drangebracht. Naja. Ja, eben, also ich hoffe mal, dass du bis dahin dann vorbereitet sein wirst. Aha. Jetzt? Kann er da oder ist es doch das für uns? Aber er hat doch gesagt, wir sollen. Ach, erst um 12 bei der Spielhalle auch. Ich habe wieder nicht zugehört. Ich bin so ein Genie. Aber dass keiner hier ist. Das verstehe ich wieder nicht. Ich würde den Laden auseinandernehmen. Oh Mann. Ich kann ja das eine Spiel mal noch ausprobieren. Ich meine, bei 2 Stunden Zeit. Nur diesmal rechtzeitig rausgehen. Ich habe das Gefühl, der wird wieder bei der Spielerhalle, ist eher davor. So. Macht ja leider auch immer erst um 10 auf hier. Ist ja auch keiner da? Ja. Nicht der Ernst! Was will der denn? Came for your Hong Kong ticket, did you? But you are not going to Hong Kong! Ist mein Ticket! Do you work for Landy? Me? Work for Landy? Ich hab mein Ticket gegessen! That's my dream! Also ich würde gerne. What do you want with me? You know about Julianda. Tell me all you know. Juanda. Landisama hates Julianda. So I'll be rewarded for this information. So you know about him. Just who the hell is he? I'll only tell you if you. Oh, bitte Quicktime Event Fight, bitte. Ich habe meine coolen Techniken noch nicht gelernt. Oh nein, nein! Er schreit mir viel zu viel rum hier. Aua! Ich kann dem hier überhaupt nicht ausweichen, wie ich meinen neuen Plan gemacht hatte. Ich habe mich verloren. Wie kämpft man? Boah! Habt ihr das gesehen? Das war's. Vielleicht ist es vorbei. Ich habe einen guten Move, habe ich gelandet hier. Yusan! Interrupted! I'll save the fun for later! Halt ihn doch auf! Was ich schaffe, gut, schafft ja keiner, ne? Gut, dass ich noch ein Pflaster hab. Just take it easy and rest today. Gute Nacht. Ach, Mensch. Muss zum Reisebüro. Der hat mein Ticket gegessen. Da ist jetzt eh wieder keiner. Bringt doch alles nichts. Today's allowance. Lass gut die Tasche geht. So, diesmal gehen wir hoffentlich einfach nur direkt dahin. Erstmal, wobei ich glaube, wir haben gerade nichts mehr dabei. Für die Katze. Nein. Jetzt müssen wir doch wieder zurücklaufen. Erstmal was kaufen. Ah. Ich hatte ganz kurz dran gedacht, noch vorhin, bevor wir zur Spielhalle gelaufen sind, aber war dann so, ach nee. Vielleicht kriegen wir unser Ticket und müssen gar nichts mehr der Katze geben. Von wegen. Von wegen.
schon schön blöd. Ja, befürchte ich auch schon. Also, es wird jetzt nicht so einfach sein. 500 Yen? Ich glaube nicht. Ein O-Plug ist daneben. Thanks, man. Ach, meinst du, ich hab nur Bock auf Sushi und sowas? Wie gesagt, macht er auch erst um 10 auf, den gehen wir mal zurück und wieder hin. Eigentlich ganz gut, um so die Zeit rumzukriegen. Katze für dann morgens. Ich hab mich, ob man mit Glücksspiel auch ein bisschen Geld machen kann. Dass wir dann einfach später nur in der Spielerhalle sitzen. Von wegen Arbeit. Oder eben hier dieses Mahjong, was wir immer da gespielt haben. Was wir immer spät abends spielen, was wir immer irgendwie nicht mit mir reden können. Wir müssen halt nachts rumtreiben, um ein bisschen Geld zusammenzubekommen. Oh! Hühnchen! Nee, du gehst schön arbeiten. Wirklich? Oh Mann. Ach Mann. Ah, das ist ja. Laufe. In den Automaten steckt man noch mal Geld rein hier. Ganz schlimm. Sprechen heute. You look good. I bet you remember me, don't you? Gut, es geht. Hier hast du deine Milch. There you go. Good, huh? She's drinking! She must have been very hungry. Yeah, and she looks real happy. Thank you, Dio. Naja, wie jeden Tag. Kiwi! Hier ist Mimi. Gut, dass wir Mimi nach Hause gebracht haben wieder. Das war auch wieder süßes Emote. Überlegt, wegen meinen Graukatzen vielleicht mal wieder Graukatzen-Emote zu machen. Was denn eh wieder keiner leisten kann. Also, mehr oder weniger wird ja, gab es jetzt ja dieses Gerücht, dass für Tier 2 und für Tier 3 noch mehr Emotes kommen sollen, wo dann wieder die Frage ist, kommt es dann gleich für alle oder wieder nur für die Partner? Da bin ich echt gespannt. Also es würde sich auf jeden Fall lohnen, weil dann würde dann auf jeden Fall die Sache mal interessanter werden. Aber, naja. Wie gesagt, momentan gefühlt irgendwie mehr so ein Gerücht. Oh nein, es ist offen. Es ist nicht. Hey. Spaß. What's your problem? Damn. Stop. Oh, what? Ah. Nein, was? Sorry, Ono-san. Hey, you! Ey, du. Sorry, sir! Hey, stop! Damn! Ah, nein! Hey, what are you doing? Ich mach ja alles falsch. Hey, wait! What the? Wir müssen sie längst haben können hier. Hab ihn noch bekommen. Give me my ticket. I don't have it anymore. Cut the crap. I'm sorry. Dann kümmer dich. Was ist das für ein Jammerlappen? I'm sorry. An employee ran off with the money. Please don't hurt me. I got a wife and kids. Gleich hast du ein paar Yen weniger. 100.000. I still don't have the ticket I paid for. Here, take this ticket to the Philippines. I don't need this. I'm planning to skip town tonight. See, I'm broke, bankrupt, cleaned out. I can't get no ticket anywhere. Quit lying. Ah!
Ja, genau. Ich glaube, Kopf hier. Auf dem Tisch. Aber ich glaube, er ist mit den Mad Angels. Mad Angels? Where are they? I can't tell. They'll kill me. Tell me. The harbor. Who's their boss? I don't know, but they extort from the harbor workers. If you worked there, you'd meet them. Why is that? Because they always harass the new guys. The harbor. Kriegen wir echt nichts mehr aus ihm rausgequetscht? Das ist doch ärgerlich. Oh, jetzt aber Ellie. Leo. Nein! Nozomi. Ich muss los. Der Bus, der kommt gleich. Something's happened, hasn't it? No. A fight? No, it's not that. Please, you gotta stay out of trouble. I'm fine. Yo, but what if something happened to you? Don't worry. Promise me you'll take care. Yeah, see you later. Also wäre so schon knapp geworden, aber naja. Wieso nur, John? Wieso nur? Ah, und da ist der Bus weg. Tschüss, Bus. Tschüss. Also hätten wir vielleicht wirklich noch bekommen. So dürfen wir jetzt warten. Also wir haben ja, glaube ich, auch... Was ist denn das für ein Tag hier? Das ist... Hä? Freitag? Samstag! Sind die Zeit nicht sogar anders? Ach so, doch, ja, er kommt dreiviertel. Das ist aber gut. Doch gar nicht so verpasst. Ja, wie gesagt, Yakuza werde ich dann auch mal irgendwann in Zukunft spielen. Aber halt eher so für mich. Für Chris wird es auch schon wieder Zeit auszumachen. Na, dann wünsche ich einfach eine wunderschöne gute Nacht und bis morgen dann. Danke fürs Zusehen. Jetzt muss man echt einen Job am Hafen suchen, um in diese Mad Angels-Geschichte angelegen reingezogen zu werden. Können wir hier aber irgendwie ausrauben. Ah! Ich will hier arbeiten. Excuse me. Huh? What is it? Do you know a place around here where I can get a job? A job? As a security guard or in cargo transport? Either one's fine. Well? Why don't you visit the offices? The offices? There are security offices and trading offices. All right, I'll try going there. Oh, was hat er gesagt? Wo soll ich lang? Bin ich nicht aufgepasst? Ach, Mann. Das sind die Offices hier. Das ist die Kantine. Es hat irgendwie einen Laden hier, einen Pauseraum. Büros. Ich bin voll in die falsche Richtung hier. Noch mal jemanden fragen, aber die sehen alle nicht wie ihr Arbeiter aus. Excuse me. Diego hat das gesagt, also what stimmt do you das. Want? I'm looking for a job. How old are you? I'm 18. You go to high school? I'm a senior. So, you looking to make some quick yen over the winter break, right? Well, our job is not that simple, kid. Come back after natürlich. You get your diploma. You hear me, kid? Die haben ja Winter right. über so viel frei. Was wird der jetzt? About a job? Take a hike, kid. You get my drift. Nee. Ain't got the time to chat with you, kid. Der ist Kreogar. Well, go on. Get out of here. I'm sorry. Goa.
Gregor. Wer kennt ihn nicht, den guten alten Kreogar? Ja, die ist alles gut. Und das ist Lagerhalle 12. Ich kann mir einfach mal was klauen und fett verkaufen. Sieht so wichtig aus hier. Hallo. Excuse me. Kann ich Ihnen helfen? Yes. I'm looking for a job at the harbor. A job? We don't have any here. We have enough people. I see. Was ist dann dieses oder wo ist dieses Office? Ich werde mir eine Wegbeschreibung gegeben. Ich habe nicht aufgepasst. Jetzt soll ich zurückgehen? Alle anderen sind so unhöflich. Links rein, links raus. Yeah. Mann, jetzt! Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Alles keinen Sinn hier. Ich will hier die Tauben aufscheuchen. Nicht du. Au. Warte. Na, warte, ich nehme mich jetzt mit dir an hier. Ja, ich habe gewonnen. Guck mal, ich habe echt gewonnen. Jetzt sind wir zurückgewichen. Excuse me. About a place I can get a job? You're gonna have to ask the other security guards. All right? Die anderen Wachmänner. Ja, also ich habe ja Phantasmagoria auch gesehen. Ich glaube, dadurch wird es halt nicht so schlimm werden. Can I help you? Weil die Jungs halt schon echt Pech hatten. Do you know any place where I can get a job around teilweise. Here? A job? The only jobs available around here are as a cargo transporter or security guard. There is a supervisor over at warehouse number 18 over there. Why don't you ask him? Okay, thanks. Ah, ja, da. Mhm. Ich wusste doch da hinten. Den einen Typen wollte ich eigentlich fragen, war dann ganz kurz so, nee, bis ich da wieder hin bin und der mich wieder sonst wohin schickt. Oh, das ist doch 18. Das war so fies, wirklich. Aber die haben halt auch mal diese ganzen Einspielungen halt mit drin und sowas und ja. Can I help you? I want to get a job in the harbor. A job? I'm sorry, but we have more than enough workers right now. I see. Do you know any company accepting applications for workers? Are you still in high school? Yes. Very few companies hire high school students at the harbor, you know. Is that so? I saw someone your age recently. He was looking for work too. Was he a high school student? I think so. But he looked pretty delinquent. He was around warehouse number 12. I see. Oder das. Ist ja auch nicht verkehrt. So, Lagerhaus Nummer 12. Das ist wieder eine Suche. Ich glaube, da war ein Plan. Ja doch, 12 ist da hinten, wo ich gerade hin wollte. Ich weiß es nicht. Hier dance Tom wieder rum. Ja, Wissen ist Macht. Bin ich noch richtig? Bin doch schon wieder in der Ecke jetzt hier gelandet. Starline. Lieber nicht am Schild orientieren, das macht einen kaputt. Ich kenne mich ja doch eigentlich schon so gut aus. Gleich sind wir da. Irgendein komischer Junge, der gehört bestimmt zu diesen Schlägern-Typen. Der ist uns ja auch schon mal begegnet. Was ist sogar hier? Wollt ihr mich verarschen?
Und wieder hier in Lagerhaus Nummer 12. So ganz zufällig. Oh, sie ist weg. Vielleicht können wir jetzt auch hinten durch die Tür gehen. Ah ne, beim Lagerhaus 18. Wieso kam ich denn jetzt auf 12? Nee, das ist das andere. Aber der hat mich doch jetzt schon hierher geschickt gehabt, oder? Ich weiß, ich habe was an den Ohren und an den Augen, aber... Sicher, dass er meinte, ich soll zum Lagerhaus 12 gehen und dann nach dem Vorarbeiter suchen. Ich gehe, glaube ich, aber erstmal zu dem, wo ich eigentlich hin wollte. Oh. Nun! You seem a bit blue, my man. Got a problem? Then I'm your man. Yeah, right. I know everything about this tier harbor. Whatever it is, just ask. I want a job here. What should I do? So wanna be a sailor, hey? That's cool, man. Personally, it ain't for me. I get seasick. Enough. Ooh, wait, hold up! I'll be man! I just happen to know a number of foremen in charge of cargo! Really? Hey, anything for you, bro? Can you ask? Ist er denn plötzlich so? Well... Jetzt war er noch weggerannt. Okay, meet me at noon tomorrow, in front of the big blue door of warehouse number one. 12 noon, warehouse number one. In front of the big blue door. Mm-hmm. Right on, bro. See ya. Ach, solange wir bald mal Gabelstapler fahren, können wir mich auch zufrieden. Wo ist denn jetzt wieder die 1? Ich meine, sie haben gerade ganz kurz die Tür gezeigt. So als ob das hier direkt um die Ecke wäre. Oh, ich glaube, das ist es gar nicht. 1 bis 11 ist da lang. Oh, das ist die 1. Okay. Ja, da sind wirklich... Da ist wirklich was drin. I'm afraid it's dangerous! Ja. Stay back! No one ate dinner at night. Anni hat einfach nur noch... Hey, stop! Ist nur noch gefahren und gefahren. You can't enter without permission! Hey, keep away from there! Ach, da die Tür zu. Ah! Na gut, morgen um 12 also. Ey, wir müssen wieder raus. Wir müssen wieder nach Hause. Die Frau ist nicht mehr da. Ich glaube, das war sogar die gleiche Frau, die da mit dem Hund saß in der Ecke. Hm. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, was wir jetzt für den Tag machen sollen. Also man könnte hier mal wieder trainieren, üben. Sollte mir ja mal nicht schaden, aber... Ist der Bus? Kommt hier... Hätten... Der kommt ja auch bestimmt irgendwie so komisch. Hey. Kurz warten. Ich habe das Gefühl, wenn wir so weit weg stehen, dass wir dann irgendwie nicht richtig einsteigen können. Stell dich doch mal dahin. Wir haben einen Schritt weiter. Naja. So, sonst noch jemand was zu erzählen? Wir haben ja gerade so viel Zeit. Ich weiß nicht bei diesem Mädchen, ob das nur so nie sein sollte. Sie sah irgendwie vom Gesicht her genauso aus, aber genauso sieht auch das Mädchen hier gerade aus. Nur, dass sie jetzt Zöpfe hat. Und nur so wie halt kurze Haare. Das ist alles. Der Bus. Na, ich komme der Bus, wie sie sich vorgedrängelt hat hier. Wie sie raus. Ich meine, die kann ich jetzt auch irgendwelche Zöpfchen versteckt haben. Da ist er. Da ist er. Pünktlich, Viertel nach. Excuse me. Nein! Jetzt labert er die Frau nicht an. Man steigt ein hier.
Ich war schon so, nein. Passen den Bus. Ach, Mann, meine Haare hängen wieder ganz komisch. Nur so ein bisschen. Wie jeden Tag. So, schön früh nach Hause gehen, damit sich Ini-san noch keine Sorgen macht. Was ist echt weg mit seinem Bier? Ja, hier drüben. Oh, ich habe schon so Bock auf bis 104. Das glaubt ihr mir gar nicht. So Leben liegt irgendwie hauptsächlich auch an diesem Laden mit seiner Jingle-Musik. Wenn er diese blöde Jeunesse-Werbung kommt, ey, ich werde so durchdrehen. Die erinnert mich so stark daran. Ah, ich finde, Ryo braucht eine kleine Schwester oder sowas. Alle anderen Jakuza-Games. Ja, so ziemlich, nachdem wir hier irgendwann mal was abgeschlossen haben. Also die nächstbeste Gelegenheit wird dann Persona 4. Entweder Far Cry oder halt Shenmue, wobei ich halt nicht weiß, wann der dritte Teil rauskommt. Also wir müssen ja den ersten und den zweiten abschließen. Ich glaube, da wird Far Cry eher fertig sein. Da weiß ich halt nicht, also... Es wird halt bei so eine Weile dauern. Nee. Schon PS5 für die ganzen Yakuza-Games halt. So, wir gehen jetzt schlafen. Braucht schon Training. Ist doch nicht. Oh, was? Ich darf nicht schlafen? Ist es so früh? Ich will nur so ein kleines Nap machen. Nee. Ja, also, ich meine, bisher kamen ja einige drauf. Also, wer weiß. Die werden schon gemerkt haben, dass sie auf dem PC auch einen Markt haben. Von daher könnte ich mir halt vorstellen, dass sie es trotzdem machen. Soweit ich weiß, habe ich jetzt halt nichts von Exklusiv-Jakuza gehört. Ja, ein bisschen Kois beobachten. Ist es nicht friedlich? Drei, vier und fünf sind Masse für Sony. Ja, aber... Hier eine Switch, das finde ich auch vernünftig. Ich muss wirklich sagen, die Switch finde ich momentan als Konsole mit weit Abstand mit am besten. Einfach so viele Möglichkeiten. Ach doch, er trainiert hier. Ja, perfekt. Ja, ich gehe auch davon aus, dass es noch Hoffnung hat auf jeden Fall. Würde ich nicht aufgeben wollen. Spar one round with me. Also PS5 wird auch garantiert teurer als die Switch. Und du musst ja nicht gleich alle Switch-Spiele holen, weil du musst ja auch so, ne, nach und nach Spiele auch mal durchspielen können. Give me all you got. Oh Mann. Üben. Ist vielleicht nicht verkehrt. Was habe ich mir aufgeschrieben? Links, rechts, rechts, X. Guck mal, ob ich das hinkriege heute. Let's give it all we got, eh? Ich kämpfe einfach nur. What the? Reicht ihn doch mal. Bams, hier so. What's wrong, Fuku-san? Whoa, whoa! Oh! Ich drück einfach nur irgendwelche Tasten, ich glaube, das ist das Beste. Mario Kart, Smash, Mario Maker, Pokémon, Animal Crossing. How about this? Nö, das ist erstmal einiges, ja. How's that?
Ich meine zum Beispiel Mario Kart, Smash und Animal Crossing sind ja zum Beispiel auch so Spiele. Ja gut, Mario Maker eigentlich auch. Die kann man halt ständig spielen. Bei Pokémon ist halt irgendwann mal ein bisschen ausgematscht. Ich glaube, ich habe da auch 80 Stunden in das Hauptspiel so reingebrettert, in das aktuelle. So, darf ich jetzt schlafen gehen? Bin müde und kämpfen. Ich will was essen in der Küche. Brauche ich Pokémon? Ich weiß nicht, eigentlich weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Also ich habe schon mal ganz kurz irgendwann dran gedacht, weil du hast ja jetzt quasi Zugriff. Ich weiß nicht. Ich glaube, die waren auch wieder teilweise aufgeteilt auf die Edition. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob ich alle haben will oder das halt bringen soll. Also ob es halt irgendwie, vielleicht gibt es noch irgendeinen, den ich haben möchte. Ich weiß ja auch gerade nicht, welche es jetzt alle sind und na. Pokémon Sonne, uiuiui. Ine-san. Yo-san, I don't wish to meddle, but please don't do anything reckless. Okay, see you later, Ine-san. Yes. Noch mal hier überall rum, ob ich vielleicht noch was für die Katze finden. Oder vielleicht ein Eis? Ein Eis so mitnehmen? Ach man, das Apfelcurry. Ist hier alles voll mit Essen? Also ich sag jetzt nicht, dass es ein schlechtes Spiel war. Hab schon schlimmer gespielt, aber... Also irgendwie war halt einfach irgendwann noch wirklich die Luft raus. Ich hab's glaube ich schon durchaus weit gespielt. Also durchgespielt an sich, Basic Game, ja, aber ich glaube, da war irgendwas am Ende, wo ich einfach keine Lust mehr hatte. Das war mir dann zu albern geworden. Die hatten ein paar ganz gute Ideen, dass du halt irgendwie mit diesen... Mit den Tierchen, ja, das fand ich eigentlich ganz gut, dass man die halt braucht, um halt weiterzukommen. Das stelle ich mir bei Pokémon immer ganz gut vor, dass man halt was mit den Pokémon zu tun hat und die nicht einfach nur sammelt und in den Bock schmeißt. Das finde ich immer richtig schade. Das ist immer so Lost Potential. Dass die Tiere halt ihre Fähigkeit anwenden müssen. Mensch, jetzt komm! Also zum über Sachen springen oder zum Kraxeln oder halt auch zum Fliegen, weil die bewegen. It's just a cockroach. Käfer. Paparazzi. Gutes Feierabendbier hier noch. Gibt's nix. Gibt's einfach nix. Der Westerkatz. Oh ja, ich weiß. Ja, Papa Roach. Abgepackt in Kartons. Nein, was ist hier los? Oh, das Wasserding sah auch so komisch aus. Wann darf ich denn schlafen gehen? Kann ich noch irgendwie was, also, machen? Ja, genau, genau. Diese komische Robbe. Ab 20 Uhr? Mann! Ich hoffe, das ist ab 8, also 18 Uhr vielleicht. Willst du nicht mal lernen? Komm schon. Steckdose auch nicht, ob ich das mal hier benutzt. Ja, dieses. Es war am Anfang noch so eine kleine Robbe und ist dann so größer geworden. War das nicht in dem Teil? Dachte und am Ende wurde das so was Langes dann. Nein, nicht da hinten. Ich will nach oben. Zum Trainingsplatz. Ich glaube nicht, dass ich hier auf dem Ding trainieren kann. Ja, irgendwie so eine Meerjungfrau, irgendwas komisches Ding. Das war zu weird. Viel zu komisch war das. Schon ist richtig verwirrt. Nomura-san. Oh, Dio! Hello! It's pretty chilly out, eh? I agree. Ja,
Die Katze war am Anfang so süß. Ich überlege gerade, gab es nicht auch noch eine Katze bei XY? Was war denn bei XY noch? Da war auch eine Katze, aber die sah dann wieder... Nee, das war die Katze in XY, oder? Ein Fuchs? Und die sah die Katze auch schon wieder so ähnlich aus. Also sie war ja irgendwie auch so schwarz-rot. Getigert, ja, aber... Diesen Feuerhasen. Ich erinnere mich gerade nicht mehr irgendwie. Also ich habe dieses kleine Fuchstier habe ich vor Augen, aber nicht mehr wie es groß aussieht. Mal gucken. Das ist zu lange her. Und halt auch nicht wirklich irgendwas, woran man sich unbedingt erinnern muss. Ich weiß nicht. Die Viecher waren immer so overpowered bei mir einfach. Wow, ich dachte nur, die werden so auf dem Kopf. Maybe I can practice here. I should work on my moves. Frage ist, an welchen Moves ich arbeite. Let's get sweaty. Wo war meine Technik des Editing? Das ist die Taste. Hier. Hä? Komisch. Dunkler Mond. Ich weiß nicht, ob man die Sachen hintereinander drücken muss oder gleichzeitig. Das ist dieser dunkle Mond, weil er nach unten schlägt. Ah, okay, sehr gut. Er hat geguckt. Ich soll nicht einfach mal nur X drücken. Das wird dann auch besser. Einfach irgendwelche Tasten drücken. Das Greifen ist ja total sinnlos irgendwie. Tigerfaust. Frontalschlag. Wirbelfaust. Ich weiß echt nicht, ob wir das halt trainieren. Das sieht immer so aus, als ob. Aber was ist dann mit diesen dunklen Balken? Tengu-Sturz, das sieht cool aus. Trainiere ich das jetzt damit? Trainiere das bestimmt ganz dolle. Das ist wieder runter. Ich habe keine Ahnung, ob ich es trainiert habe oder nicht. Was nach G und das andere ist bei Z. Ich trainiere da gar nichts. Gar nichts trainiere ich da. Also irgendwie hätten sie mir das mal erklären können. Ich habe keine Ahnung, was es mit diesem Geräuschding auf sich hat. Das Einzige, was halt mal kam, war diese eine Übungsstunde mit Fuku-san, wo er meinte so, ja, Schritt nach vorne, dann schlagen und ganz schnell so ein Wechsel und ja, okay. Macht Sinn. Aber das jetzt hier, bringt das was? Ich muss mir so einen Guide angucken fürs nächste Mal. So prügeln für Anfänger. Genie. Wieder fertig ist, gehen wir auch wieder nach Hause. Ich meine, es ist ja schon dunkel. Wann geht er dann immer schlafen, wenn es dunkel ist eigentlich? Ein bisschen Schlaf holen. Nein! Oh, weil ich zufällig nach links gedrückt hatte. Hier ein bisschen Beinarbeit. Verlass mal dabei zufällig den. Boah, ich hasse es. Können wir bitte gehen?
da. Ich werde sie mal einfach nur noch nach rechts prügeln. Dann wird es zufällig dann irgendwann auf zurück landen. Ich weiß nicht, ob er dann dadurch vielleicht am Ende schneller wird. Präziser. Das bringt vor allem auch gar nichts ohne Trainingspartner. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es ein bisschen albern. Wie jetzt gehen? That's enough. Danke. Puh. Ja. Keine Ahnung. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich weiß nur, wir gehen ins Hause, hoffentlich ins Bettchen. Wir sollten uns ja morgen vor Lagerhaus 1 mit dem komischen Typen noch treffen. Na ja, spannend. Irgendwie war das heute einfach nur so, oh, ich will nach Hongkong. Ich komme nicht nach Hongkong. Und halt diese Drachenscheibe gefunden. Nee, Phönixscheibe ist kein Drache. Das ist der Drache auf der anderen Scheibe. Wenigstens schneit es heute mal nicht. Ich habe jetzt auch mit Absicht nicht nochmal irgendwas gekauft für die Katze, weil dann kann man halt zur Not morgen erstmal in die Stadt gehen, das holen, dann wieder zurücklaufen. Ein bisschen Zeit rumkriegen. Und bis wir am Ende wieder da sind, dauert es ja eben eine Weile. Dein Spielstand, oi. Doch so ein doch schon so bald. Mann, ich kann noch nicht mehr reden. Spät. Ja, ich hoffe nur, dass ich auf jeden Fall die nächsten Tage wieder pünktlich da bin, weil ich werde wieder nachmittags mit Leuten zusammenarbeiten. Es ist immer schwierig, irgendwann mal einen Abschluss zu finden manchmal. Wenn man noch was fertig machen möchte eben. Immer schwerer halt, wenn man es so alleine macht, so. Immer hat er jetzt den Hof gekehrt. Okay. Echt immer noch nicht. Das ist ja... Boah. Hier abends um 7. Mit ins Bett, bitte. Nein. Erst abends um 8. Ah, großartig. Inesan, ich hab Hunger. Ja, wieder nichts auf dem Tisch hier. Ganz toll. Können wir die Kisten durch? Wir wissen, was da drin ist. Ha! Du hast nicht gerechnet. Jetzt verlaue ich mir schnell ein Bier, während es dunkel ist. Das geht nicht. So geht es nicht. Nicht irgendwas noch. Die Pfanne hatten wir auch schon mal in der Hand. Keine Ahnung, was für ein Stock da unten ist. Eine Schüssel. Oder ein Sieb? Könnte sogar ein Sieb sein. Könnte. Die putzt ja auch nur ihre Fingernägel. Na lecker. Einer normalen Schüssel. Ja, ich habe das Gefühl, da sind ein paar kleine Streifen dran. Deswegen könnte das auch ein Sieb sein. Da kann man damit Sachen abwaschen und sowas. Dass sie das nicht stört, dass ich das nicht daraus gemacht habe. Deko. Einfach Deko. Oh, voll toll. Nie richtig hell.
soll ich die ganze Nacht beobachten? Komme ich da eigentlich noch ran? Ich will auch mal hier an die Spüle. Ach nee, die putzt ein Glas. Ich möchte ihre Finger nicht, jetzt auch, weil ich das Glas nicht gesehen habe. Also von den Geräuschen her war es irgendwie nur eine Schüssel. Ach, keine Ahnung. Ah, die ist aber auch lange wach hier. Ah, auf einmal rennt er wieder. Gehen wir nochmal die Abendtoilette machen hier. Ich hab mich ja eher, wo sie sich waschen. In den Abgrund geguckt. Einfach in den Abgrund. Ich finde solche Toiletten einfach so gruselig. Es tut mir leid, aber... Ich finde es so gruselig. Einmal benutzt und nie wieder. Nie wieder nicht. Egal, wie dringend man muss. So, jetzt ist Bettchenzeit. Nicht sofort. Was los schon? Sind solche Toiletten nicht gruselig? Habt ihr auch so eine Toilette zu Hause? Nein. Das war nicht wirklich ernst gemeint, keine Sorge. Achso, überlegst du, was du davon hältst. Ah, ja. Und wieder die Eule im Hintergrund. So langsam geht das Spiel los, wenn wir solche Träume haben. Ich kann es spüren. Also im Grunde, entweder ist es angenehm, also für Leute okay halt, Hauptsache man kann sich halt entlasten sozusagen. Aber ich finde es halt einfach nur eklig. Goro wird mir einen Job besorgen. Morgen 12 Uhr, Lagerhaus 1, blaue Tür. Ja, und weil es halt erst um 12 ist, gehen wir der Katze vielleicht heute einfach mal Milch kaufen. Today's allowance. Ewigkeit mit Fisch gefüttert. Da, 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 da. Die Frage ist ja nur, wenn ich jetzt heute noch den Job bekomme und wirklich nur noch tagelang durch die Gegend fahren muss, um Geld zusammenzusparen. Beziehungsweise, ach nee, ich glaube, vermutlich triggert das einfach eher irgendwas. Aber ich denke mal, wir brauchen auch wieder Geld. Weil im Grunde, wir haben jetzt kein Ticket und wir wollen immer noch nach Hongkong. Ich weiß nicht, ob ich wirklich zufällig auf ein Schiff schleichen möchte oder ob wir wirklich Geld farmen müssen. Weil dann würde ich vielleicht sogar was vorbereiten fürs nächste Mal dann. Dass wir dann nicht 3 Stunden Gabelstapler fahren. Wer soll denn, wir fahren einfach 3 Stunden Gabelstapler, weil wann soll ich das doch vorbereiten? Ja eben, da kommt halt sicher noch irgendwas und... Ach nee, ist ja noch lange nicht Zeit für. Ich werde erstmal noch was Essen kaufen für die Katze. Also von daher, nö. Fahren wir halt rasch für den Gabelstapler und ab und zu kommt mal eine kleine Katze hin, wie wir dann gemobbt werden oder so. Wird sicher total toll. Bestimmt werde ich ja eh nur verprügelt. Er sieht von außen ganz anders aus. Ich brauche es. Hey, dass ich es mal gleich kaufen muss. Wenn ich erstmal meine Taschen füllen mit Items. Ich brauche dieses Karamell, das ist wichtig.
Ja, take it. Hast du Bock auf richtig so diese fetten Stangen Karamell? Wie nennt man die denn immer? Höh, was ist das jetzt? Los? Fifth Prize. Fünfter Preis. Es gibt. Oh, here verkackt. You go. Have a good one, man. Ich dachte schon so, ah, fünfter Preis, nice, aber. Gibt's doch schon wieder Kapselspielchen? Das sieht ja bescheuert aus. Jackie. Thanks, man. Ah, ja. Also, so kann man hier auch wieder Kapselspielchen spielen. Okay, ich verstehe. Teure Kapselspielchen. Oh, Melonenbrötchen. Ich will Melonenbrötchen. Ich will Melonenbrötchen. Und die guten frittierten Currybrötchen. Oh, sie waren so gut. Quasi das Erstbeste, was ich da gegessen hatte. Kannst du jedem empfehlen. Einfach nur zum Fressfest rüberfliegen. Hey, man. This. Viel japanisches Essen. Man bekommt das hier einfach nicht so thanks, hin, wie man. Es drüben ist. Ich habe ja auch schon mal Melonenbrötchen auch schon mal für mich selber probiert. Ich habe keine Ahnung, wie sie die genau machen. Da liegt dann immer irgendwas ganz Komisches drüber. Irgendwas Gebackenes. Also nochmal einen anderen Teig und ich muss wieder Melonenbrötchen probieren. So kochen, backen. Backen eigentlich. Aber irgendwie muss ich scheinbar ein bisschen mehr machen als einfach nur backen. Also auch mit den ganzen Kochbüchern, die ich so habe, das ist nicht das, was die Leute da die ganze Zeit essen. Nein, das ist es nicht. Ich will die Fertigsachen kochen. Ah! Die haben sogar Schokolade in Marshmallows. Das ist so genial. Ja, und übertrieben frittierte, also Pommes im Grunde, in Becher. Kann man einfach so snacken. Das sind so krass überfrittiert. Das geht eigentlich gar nicht, aber. Sie hat nicht gemauzt? Was ist hier los? Oh nein, auf dem Dach. Oh, hi, Dio. Hi, Megumi. What's up? Look, up there. Because her leg is healed. But I'm worried she can't come down. To the cats. Don't worry. Cats like high places. Really? Oh! Bomb. Sag doch, das ist eine Katze. Oh my. Her leg seems fine. It's no problem, Megumi. Okay. See ya. Bye bye. Ich will ihr trotzdem noch Milch geben. Was ist hier los? Nozomi. Hi, Ryo. Is that medicine? Megumi was worried, so. Right. Hi, Nozomi! Her leg's okay now! That's good. Guess we don't need this. Well, gotta get back to the shop. Diese Katzen-Sidequest ist so gut. Na, was? Hä? Er hat sich gerade noch so ein bisschen umgedreht und dann geht er wieder. Da sitzt es auch mal hier vorne. Einmal Milch für dich. Here's your milk. Drink up. Oh Gott, der Kopf war gerade ab. I think she likes the milk. It must taste good. I'll bring more again soon. Great. Thank you, Dio. Noch mehr Milch? Na gut. Diese gierige kleine Katze. Heute ist Sonntag. Ich habe keine Ahnung, wie der Bus da fährt. Ich hätte vielleicht nochmal vorher gucken sollen. Einfach das Beste hoffen. Ich weiß auch echt nicht, ob ich mir das mal für mich selbst durchspiele, weil es gibt immer so ein paar Sachen, also die ich ja eigentlich verpasst habe. Ob das jetzt was Wichtiges ist oder nicht, also weiß nicht, vielleicht doch mal irgendwo 10 Stunden vor einem Haus rumstehen, macht eigentlich vielleicht nicht so viel Spaß, aber das ist ja doch noch irgendwie was Witziges. Oder interessant, weiß ja immer nicht. Halt vielleicht auch direkt ein alternativer Weg, wobei ich wirklich der Meinung bin, es gibt quasi
eine richtige Lösung, so im Grunde. Der Rest sind so nette Versuche im Grunde. Und dann, ja, du hast es probiert. Hier ist ein Keks. Oh, danke. Ich bin mir jetzt den ganzen Tag durch die Gegend gelaufen. Der Hund liegt hier. Excuse me. Nicht den Mann. Forgive me. Could you... Wieso liegt denn der kleine Shiba Inu hier rum? Mal gucken, was sagt der Blues? Ach nee, Holidays. Zählt das als Holiday dann? Ich meine, es gibt ja nur Weektime und das andere. Ganz kurz mal drauf gucken. Ne, ist alles das gleiche hier. Dreh dich, kleine Rio. Dreh dich. Da kommt auch schon der Bus. Mensch, perfekt hier. Haben wir noch eine Stunde, um zum Lagerhaus zu finden. Das soll ja wohl reichen. Ich hoffe nur, dass sich das wirklich rentiert mit dem Arbeiten, weil wenn wir jedes Mal Geld zahlen, um erstmal dahin zu kommen, wieder zurückzufahren, dann ist das Taschengeld direkt wieder weg. Deswegen will ich auch keinen teuren Fisch kaufen. Der ist ja eh immer sofort weggegessen. Dafür könnte ich 5 Tage lang Milch kaufen. Ich muss sagen, heute hatte ich zumindest kein Pech mit den ganzen Öffnungszeiten. Eher Glück, weil oft ist es ja, ja komm, erst später und dann waren wir schon da und direkt irgendwie, wenn eine Cutscene passiert. Das ist die 8. Drei, zwei, eins. Excuse me. Job für mich. I'm sorry. I'm working, son. Sieht aber nicht beschäftigt aus. Na. 25. Dürfen wir dann einfach die Gabelstapler sortieren? Guck dir doch mal bitte jetzt die Karte an. Oh, ist das schwer. Ist halt dann die Frage, ob wir dann zu irgendwelchen Lagerhäusern irgendwas bringen müssen und ich noch verstehen muss, wie die angeordnet sind oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ist eigentlich erstmal macht Sinn. Und nach hinten 12, 13, 14 und so weiter ist ein bisschen komisch. Naja. Bestimmt haben sie da einfach expandiert. Hier doch auch irgendeinen Typen mal geholfen, der rausgeschmissen wurde. War das ein Blinder? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls wollte der einen Kaffee haben. Ich habe keine Ahnung, ob der mal wiederkommt. I have something to ask you. Sorry. Can't you ask somebody else? I see. Ja, ich sehe, du bist super beschäftigt. Dann hier. Ich hätte auch gern so einen Job wie er. Die ganze Zeit durch die Gegend. Ist das jetzt eigentlich ein Schrimp, was er hinten auf dem T-Shirt hat? Ich bin meiner Meinung, das ist ein Schrimp. Also irgendwie so ein Krustentier. Ich bin ein Schrimp, aber dass es in die Richtung geht. Das ist kein Tiger jetzt hier nicht. Was sind das für Beinchen da unten? Also von oben her würde ich auch fast sagen, Tiger, das halt so einen langen Schwanz hat, aber... Achso, sollen das Krallen sein? Dass es so eine Pfote ist, mit so 3 Krallen dran, weil ich sehe da irgendwie so kleine Krustenbeintierchen, so diese kleinen Beinchen halt. Das ist eine Kralle. Okay. Ich sehe auch nicht, was das andere sein soll. Also vielleicht den Kopf erkenne ich noch mit Maul. Aber wenn da der Kopf ist und da unten eine Kralle, macht das einfach keinen Sinn. Ich sehe es nicht. Ich sehe da immer Krustentierchen. Kleinen Schrimp oder so. Das ist kein Tiger. Was willst du denn? Zieh dich. Oh. Yo, Sirene! Woo. I've got you a job, man! Mhm. Really? Thanks. But you know, I had to go through quite a lot of hassle for you though, bro! What'd you say?
That'd be the job I found. Shut your lip, woman! What the fuck? Hello, Mai. Hi, Adio. Hey. Ach, die kennen sich hier wieder. You two know each other? Airhead here asked me to find it for you. I'm always delivering lunch to Harbor Dorm, so I asked the foreman I know for you. Batting her little eyes like, oh pretty please, Mr. Foreman, huh? Alter. Gib dir einfach ins Wasser. So, where should I go? Be at the Alpha Trading Office by 2 p.m. Just ask for Yara-san. You have an appointment. 2 p.m. Yara-san, Alpha Trading Office. Wo ist das? Thanks lieber an der Seite, glaube ich. Aber... See ya. Ach, na gut. Na. Ah. Da ist es. Gleich um die Ecke. Ah. Die kleinen Tauben. Hier, Alpha Trading Büro. Sprich mit Yara-san von Alpha Trading vor 14 Uhr. Vor 14 Uhr, okay. Ich dachte, um 14 Uhr haben wir einen Termin. Gehen wir einfach erstmal rein, wenn es geht. Nett, danke für die Info. Ach, der, den hatten wir doch schon mal gefragt hier. What do you want? Are you Yara-san? Yeah, that's me. Mai-san, at the lunch stand mentioned me. Oh, yes. Mai from the lunch stand. Ich bin zu früh. Ich krieg keinen Job. Yes, she did. Can you start right away? Yes. Und der Tee? You, ever drive a forklift? No, sir. Well... Doch. Break something, it'll be deducted. Ja, der Tee guckt jetzt. Hey, Mark! Come here a sec! Ach, den haben wir auch schon mal gesehen. Alles bekannte okay, Gesichter. Boss. Okay, Mark will take it from here. I see. Mark! Show him how to drive the forklift. Okay, boss. Das ist bestimmt noch schlimmer als die normale Steuerung. Hello, I'm Dio Hazuki. Hey, man, I'm Mark. I'm sure we'll get along just fine. Driving the forklift, it's easy. You'll get the hang of it real quick. Oh, okay. Mm-hmm. All aboard. Naja, die Gegend fahren, hoch und wieder runter, ne? Was kommt jetzt? Okay, you ready? Let's start your lesson. First turn the wheel either left or right. Good, that's it. Next press the accelerator. So gut! No, that's the left. Weiß ich doch nicht! No, that's the left. Ich wollte wieder runterfahren. Press the accelerator harder. Okay, good. Now back up. Different from accelerating. Yeah, that's it. Finally try raising and lowering the lift. Okay, not too bad. Now, you try moving that crate. Take that crate to warehouse number 3, just there. First slide the fork under the crate. Muss es so weiter runter machen. Then lift the crate and go. Weißt du, das funktioniert? Was meinst du? Danke fürs Bild. Ja. Ach ja, Gustav, natürlich. Kein Problem. Wenn doch mal irgendwas anderes kommen soll, sag Bescheid. Ich habe auch noch ein Bild von Cleo und ich muss sagen, das sieht echt gut aus. Also das Poster. Okay, for the rest of the day, you'll be training, alright? Take the rest of the crates to warehouse number 3. Okay. I gotta get back to work, so finish the rest yourself. No problem. Nein. Das ist so ein... meine kleine Ente in der Crossing. Ja, wie gesagt, die kann ich ja eh noch nicht machen. Dafür brauche ich mir erstmal die... Figuren ausleihen halt. Bin ich damit durch? Knapp. Okay.
darf es da noch nicht draufstellen, oder? Keine Ahnung, was eigentlich vor sich geht, wo ich das packen soll und sowas. Oh. Nein, Finger weg! Ach Mann! Ja, es ist nicht ganz so einfach. Steht. Meint er mit restlichen Kisten all die Kisten? Also man ist halt manchmal irgendwie viel zu schnell unterwegs. Mit irgendeiner Ansicht spielen. I can only transport one crate at a time. Wirklich? Nun, ihr wisst, was ich die nächste Viertelstunde mache. Warum hängt denn der hier immer fest? Das verstehe ich nicht. Ich prügel mich hier einfach durch. Mann, lass mich hier durch. Das ist ja... Nein, so ein Gabelstapler ist nicht so stark. Auf gar keinen Fall nicht. Das sind einfach noch so irgendwelche leeren Kissen. Oh, das ist... Ich hab mal eine Runde im Kreis so. Ich soll ja noch üben, ne? Das heißt, alle Kisten müssen da noch rein. Es gab Stufenkuba? Ich habe keine Ahnung. Was suchst du? So, ich bin nicht reingekommen. Mimimi Command. Ja, den gibt's immer. Dons. Krei. Nein! Weiß nicht. Schon so viel rumgemeckert hier. Er steht wieder Command-Leiste, so ist es. Aber ich glaube, Eve meinte eher, dass es noch geht vom Krei-Faktor her, so. Vom Mimi-Faktor, so. Finished for the day. Ach. Fertig für heute. Feierabend. Oh, good work. Thank you. You're getting used to the forklift. I suppose so. About your wage. You start at 300 yen per crate. There's a quota every day, so don't go slacking off. Yes, sir. Ja, eben deswegen, also so Tomb Raider gerade sowas. Das ist schon. If you do good enough and meet quota, I'll give you a raise. I understand. Ich hab Bock, jetzt jeden Tag hier hinzukommen. Thank you very bis abends. Ich racker mich tot. Gib her, alle Kisten, die sind perfekt anordnen. Ich bin ein guter Arbeiter. So, aber eigentlich wollen wir ja nur warten, dass Yo. Die komischen Typen kommen. Mark. I need you to come tomorrow at 9 a.m., okay? Um 9? Yeah, sure. Das wird dann aber nichts mit Katzen. That's what we gotta do before work. Before work, really? Yeah, man. Ich muss erstmal ins Wasser geschubst werden. You'll see when you get here. Oh, and don't be late. Okay. Sehr strange. Mad Angels, was für eine Gang ist es? Ich muss Informationen über die Mad Angels sammeln, während ich an den Docks arbeite. Nein, das ist die falsche Richtung. Hier von 9 bis 5 mit 2 Stunden Mittagspause. 300 Yen pro Kiste. Zulage, wenn Minimalquote übertroffen wird. Ich habe keine Ahnung, was gerade die Minimalquote ist. Oh ja, genau, ich werde morgen eingeweiht. Ja.
das war's irgendwie auch schon wieder. Ja, das Schlimme ist jetzt, also okay, wir können halt an abends uns um die Katze kümmern, weil wenn wir nur bis 5 arbeiten, müssen wir bis um 8 noch irgendwie Zeit rumkriegen, so. So wie jetzt. Aber wir haben ja heute schon um die Katze gekümmert, also könnten wir vielleicht was einkaufen gehen? Achso, wird angezeigt. Okay, na dann. Weil ich habe jetzt nichts gesehen, aus welcher Ecke die gerade gehen. Aber schon mal kurze Frage. Ich weiß, könnte eventuell Spoiler bedeuten, aber gibt es denn irgendwie ein Geldziel, was ich prinzipiell noch so erreichen muss mit der Arbeit hier? Oder ist es jetzt wirklich gerade so ein bisschen mehr just for fun, weil wir müssen jetzt hier arbeiten, damit wir halt mit den Leuten in Kontakt kommen und so? What's going, bro? Wie soll ich das getan? You know about the Mad Angels? Oh yeah, working hard, eh, bro? Why are you shouting? Don't you know, bro? Danke. You don't say that name so loud! Why not? Just because! You know about the Mad Angels? Hey! Oh, bro! Didn't I ask you not to say that so loud? That kind of talk is taboo around here! Key. Why? Because I ain't privy to say! I don't know what you're trying to find out about, but... Geld. But I wouldn't be as indiscreet as you're being if I's you! Oh, about the Mad Angels? I done told you, bro! Don't say that so loud! Extreme bad news, that gang! Really? See you around. You bet, bro! Was wollt ihr uns überlaufen? Achso, du hast schon ein paar Runden gemacht. Na dann. Aber dann ist ja scheinbar wirklich nicht mehr so viel. Also. Das ist der Pausenraum. Ah ja, also hier könnte man dann auch unsere Zeit ein bisschen verdudeln. Bewitch. Ah, das sind die Kassetten, ne? Haberbeats. Ah, Kartoffelchips, Karamell und Klopapier. Kaufen wir schon mal. This one. Yeah, sure. Thank you very much. Mal gucken, ob das mit um 9 eingetragen wurde im Heft. Please come again. Weil vielleicht nehmen wir das direkt als Ende dann heute. Wieder zurück. Habe Job als Gabelstaplerfahrung. Mark wird mich einweisen, ja. Aber gut, ich meine, theoretisch täglich von 9 bis 5 Uhr arbeiten, also kann man sich vielleicht auch noch behalten bis Donnerstag. Ah, okay. Aber bringt das denn jetzt was? Also ich habe das mit dem Kämpfen irgendwie immer noch nicht kapiert. Weil wir sind ja, also ich habe ja letztens noch mal ein bisschen gekämpft und bin der Meinung, das sieht halt nicht anders aus, wenn das überhaupt sich füllt. Und ich habe das Gefühl, ohne Partner verstehe ich eh nicht, wie man da wirklich kämpft. Also wenn dann mit, ab und zu mit Fukusan, wenn der halt abends noch dabei ist, also ich werde den auch gleich noch mal aufsuchen. Wir müssen ja jetzt den Abend noch rumkriegen. I've got plenty of time to ask around. Oh, okay. Du willst echt noch die Leute befragen? Von wegen. Excuse me. What's that? Ja, die Do you know anything about the Mad Angels? The Mad Angels? You shouldn't get yourself involved in that stuff. You could get hurt. I see. Ich habe mir ein paar Kombos aufgeschrieben gehabt, einmal mit Fuß und einmal mit Schlag, wo ich dann halt ein bisschen vor und zurück mache, aber ich weiß echt nicht, was das soll. Ob das irgendwie nicht funktioniert richtig oder ob ich halt falsch drücke. Yes. Can I help you? Ich mal Guide angucken dafür. I want to ask you about the Mad Angels. I'm sorry, but you see, I'm new here, so I've been warned by my superiors to not get involved with them. Hey, hold it! Aber ich arbeite doch jetzt hier. This is not open to the public. You can't go in there. Na toll. Okay, ist auch wieder rausgeschmissen. So, das ist ja hier. Kra, kra. Wir werden mal gucken, ob wer hier noch irgendwie so da ist, mit dem wir vielleicht reden können. Kantine ja vielleicht noch.
nicht der beste Ort, um hier umzufragen. Do you know anything about the Mad Angels? What? I heard they're a gang that controls all the harbor workers. Never heard of them. I see. Ist angelogen. Do you know anything about the Mad Angels? Huh? What's that? I heard they're a gang that controls all the harbor workers. Küchendame weiß bestimmt mehr. I've never heard of them. Me neither. Never heard of them. Spies. I see. Okay, schon, dass sie sich wieder mit einmischt. Excuse me. Was gibt's dazu Mittag? What is it? Do you know anything about the Mad Angels? The Mad Angels. Is that a baseball team? No. Surely you're not talking about a gang. Meinte doch schon, hier wird keiner darüber reden. Nicht in der Öffentlichkeit. Wir müssen irgendwen allein so in einem Lagerhaus vielleicht erwischen. Aber es wird erst beim nächsten Mal passieren. Da, den Typ. Der weiß bestimmt was. Ich glaube, das ist perfekt, um jetzt irgendwie mal einen Cut zu machen. Da fliegt wieder Keule durch die Gegend. Man kann doch hier jederzeit schön speichern. So, dann würde ich nämlich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir machen morgen mit Far Cry weiter. Wie gesagt, ich hoffe, es wird pünktlich, vielleicht sogar mit Kamera wieder und ja, keine Ahnung. Bringt euch eure Mammutkeulen mit. Wir müssen Mammuts töten und so. Also bis dann. Ciao, ciao.